Hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute über zwei spannende Winzer mit mir am Tisch, nämlich einmal auf den Philipp Wittmann von Mein Gott Wittmann. Grüß dich, Philipp. Hey, hallo. Schon wieder da. Sehr gut. Das ist ganz toll. Und du hast uns Frauenpower hier mit an den Tisch geholt, nämlich die Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer. Ich fühle mich schwer geehrt. Boah, ich fühle mich auch geehrt, dass du da bist, dass ihr beiden da seid. Und da stoßen wir auch mal drauf an gleich. Chin, chin. Tschüsschen. Wir haben was von der Theresa auch gleich im Glas, gell? Wie man augenscheinlich direkt sehen kann. Das erwartet ja keiner von uns. Genau. Wir hätten jetzt gedacht, da kommt ein Riesling. 2018 Pinot Noir. Mhm. Wunderschön also etikettiert. Ja, ist doch katzengerade. Super. Ja, ja. Das sind die Sachen, die bei der Füllung passieren, ne? Weil man nicht guckt. Ja. Haben wir schon drüber geredet. Deshalb sitze ich hier auch gerade ganz entspannt. Ja, genau. Weil du bist von der Füllung eigentlich heute für uns, bist du schnell mal von der Füllung weg zu genau. Hause. Genau. Ja. Aber ist kein Problem. Ihr füllt die Gutsweine, da warten wir alle schon drauf. Ja, da wartet nicht nur ihr sehnsüchtig drauf, also ich auch, weil irgendwie das Lager ziemlich leer war. Und es wird, glaube ich, spannend werden, wenn die 20er auf der Flasche sind, weil es wirklich super lecker erneut ist. Und der Frühling kommt, definitiv. Und dann darf man auch wieder jungen Wein trinken. Oh ja, wir freuen uns drauf. Aber jetzt haben wir erstmal was von der Theresa im Glas. Spätburgunder, gell? Ja. Das vermutet man bei dir nicht tatsächlich. Nee, null. Ich dachte, das ist jetzt hier was Durchsichtiges. Ja, ich habe schon auch Riesling noch dabei, keine Sorge. Aber ich habe mir überlegt, was hat denn der Philipp wahrscheinlich noch nicht von mir probiert? Ah, der gibt es doch auch schon ganz lang von euch. Also ich kenne das schon. Schon, aber irgendwie immer, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann bin ich ja doch mit Riesling da, weil es natürlich ja irgendwie das ist, was uns am meisten beschäftigt. Deshalb habe ich heute Chardonnay mitgebracht. Ja, aber gleiche Gedankengang. Ich kann meine ganzen Fragen wegwerfen. Geht alles nur um Riesling. Ich gehe dann jetzt. Was sagst du zu dem Wein, Philipp? Das ist auf der einen Seite ganz klassische Pinot-Frucht und gleichzeitig aber eine sehr, sehr, sehr feine, elegante Charakteristik, die deutlich in ein nördliches Anbaugebiet hindeutet, was heute sensationell ist, weil die Finesse, die Eleganz beim Pinot auch was ganz Wesentliches sind. Und 2018 war sicherlich halt auch ein tolles Pinot-Jahr in Deutschland. Total. Mit super guter Reife. Kerngesunden wie gemalten Trauben und das schmeckt man darin. Also ja, das ist sicherlich noch nicht so lange auf der Flasche, denke ich. Nee, ist vor 4 Monaten gefüllt. Ja. Und ich finde auch gerade bei 18 ist das Spannende bei Pinot, dass die eine unheimliche Feinheit und Eleganz behalten haben, wo wir beim Riesling so ein bisschen mehr irgendwie gegen Volumen gekämpft haben. Mhm. Ist beim Spätburgunder oder bei Burgundern allgemein ist auf einmal eine Gradlinigkeit da, die total verwunderlich ist, wenn man so den Jahrgang vor Augen hat mit viel Wärme und auch viel Menge. Mhm. Das ist irgendwie so ganz erwartet man nicht jetzt von 2018 genau. sozusagen. Genau. Ne? Also es ist auf jeden Fall super lecker und da kann man einige Bourgogne Rouge neben dran stellen, die sich wahrscheinlich schwer tun würden. Es ist insofern, weil es halt einfach von der Feinheit kommt. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, wie in welcher Preisrange ist sowas bei euch? Was würdest du denn dafür bezahlen? Oh, eine schwierige Frage. Also von der Etikettierung her gibt es Abzüge. Ihr müsst auch heute nichts dafür bezahlen. Danke, Theresa. Sehr nett. Nein, ich würd sagen, das ist vom Grundsatz schon ein Pinot so in der 20-Euro-Klasse. Ja. Treffer. Also kurz über 20. Abzüglicher Etiketten 19,50 aber. Ja, für Freunde gibt es ja nochmal 3%. Okay. In Deutschland sind wir nicht irgendwie auf Platz 3 der Pinot-Anbaugebiete inzwischen. Ist das nicht so irgendwie, dass mengenmäßig? Nee. Ich bin jetzt so der Statistiker. Ich trinke eher. Ja, nee, also ich habe ja keine Frage zu Pinot, also muss mir jetzt was ausdenken. Würde mich aber überraschen, weil es ja schon, also ich meine, die neue Welt hat schon auch wahnsinnig viel. Also die Franzosen machen das unglaublich viel. Mhm. Amerikaner. Neuseeland. Ja, also ich glaube nicht, dass mir. Also, aber Platz 3, 4 irgendwo. Also wenn du das jetzt recherchiert hast, dann wird es so sein. Also. Ich habe da so einen Talk gehört. Keine Ahnung. Also bei uns ist es Platz 2 in unserem Rebsortenspiegel. Ah ja, das ist schon mal gut. Wunderbar, da haben wir das doch schon mal. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Da kommen jetzt noch ein paar andere. Okay, aber ihr macht immer mehr Pinot eigentlich, gell? Das ist schon tatsächlich jetzt. Nein. Also es gab mal so eine Zeit, in der das ein bisschen angestiegen ist. Mein Papa hat überhaupt das erste Mal sich rot an Spätburgunder Anfang der 90er getraut. Vorher gab es den auch. Es wurde immer als Weißherbst oder irgendwie Rosé ausgebaut, ist im Sekt gelandet. Aber rot ist tatsächlich noch nicht so alt bei uns. Mhm. Und dann hatte das auch so eine Zeit, da gab es dann mal das Barrique-Forum in Deutschland, die auf einmal angefangen haben, sich französisch inspiriert dem Burgunder zu widmen, was aber irgendwie way too much war am Anfang, weil die gerade aus den nördlicheren Gebieten das gar nicht wirklich ausgehalten haben, so viel Holz. Ja. Das hat sich dann auch wieder so ein bisschen reduziert. Dann hat man gemerkt, ach Mensch, das schmeckt ja ganz lecker. Dann wurde ein bisschen mehr gemacht, aber wir sind jetzt
ich glaube, also seitdem ich im Weingut bin, haben wir unsere Spätburgunderfläche konstant gehalten. Und wenn wir irgendwie Zuwächse hatten, dann war es eigentlich immer beim Riesling. Aber es passt genau. Also es ist eigentlich genau die Menge, die uns Spaß macht, die uns auch die Abwechslung bietet, dass man eben auch mal eine andere Farbe sieht, während man irgendwie nur Riesling nach Hause bringt. Aber du merkst wahrscheinlich schon auch, dass die Nachfrage international brutal am Steigen ist. Total, also, total. Das ist also mehr als in Deutschland. Absolut. Ja. Und mir geht es so, dass ich eigentlich meine Produktionsmenge an Pinot nicht erweitern möchte, aber ich merke, dass da ein bisschen Druck im Kessel ist. Ja. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so, oder? Das stimmt. Und es ist auch Spätburgunder im Allgemeinen. Also Rosé schießt ja irgendwie gerade durch die Decke. Und das, da sind wir immer so ein bisschen am Changieren, weil wir auch noch einen einfacheren Spätburgunder haben, der wirklich so eine totale Süffigkeit hat. Und da haben wir immer die Chance, dass wir im Herbst entscheiden, machen wir Rot oder Rosé draus. Und da ärgert man sich ja dann grundsätzlich, weil man immer die falsche Entscheidung trifft und gerade immer die Menge, die man als Rosé bräuchte, dann auf der Maische stehen hat und umgekehrt. Mhm. Aber das, da ist international wirklich eine Nachfrage da und ich glaube, da sind wir einfach auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der deutschen Spätburgunder unschlagbar. Also das ist einfach so attraktiv im Ausland, dass wir da, glaube ich, noch viele Türen öffnen können. Aber auch uns geht's so. Es ist, die Menge ist fein so. Das ist gerade das, was Spaß macht und uns selbst irgendwie genug Kick bietet. Aber trotzdem will ich jetzt auch da nicht wirklich wachsen dran. Du hast ja Spätburgunder erstmal so ein bisschen hobbymäßig gemacht, ne? Also du hast den nicht so richtig so in den Verkauf gegeben. Hast das für dich so ein bisschen? Na, sagen wir mal so, das war so wenig von der Produktionsseite her, dass man da drüber jetzt nicht groß Worte machen musste. Ja? Also und mein Vater hat schon einen Spätburgunder gepflanzt gehabt und hat es auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Also ich glaube, ich habe erst mal ein paar Jahre Zeit verdummbeutelt mit minderer Qualität. Die waren vorher bei meinem Vater, glaube ich, besser als all die ersten Versuche, die ich beim Pinot gestartet hatte. Es ist halt schwierig. Es ist eine sehr, sehr eigenwillige, spezielle, besondere Rebsorte. Und bis man da mal so ein bisschen den Bogen raus hat, braucht es auch ein bisschen Zeit. Und ich habe dann erst mal sehr viel probiert, weil ich halt weiterkommen wollte. Und meistens war es der Holzweg. Und also teilweise auch im wahrsten Sinne des Wortes, also wie auch immer. Zu viel Holz. Und also. Naja, und ich sag mal, ich würde sagen, die letzten 5 bis 8 Jahrgänge sind wirklich seriös und wir arbeiten da Step by Step. Und deshalb, wenn man bei mir in den Barrique-Keller kommt, dann rede ich immer ja von ja, das ist so ein Hobbyraum, weil er halt irgendwie von der Menge, von der Bedeutung im Weingut halt, das ein Stück weit überschaubar ist. Es ist aber in der Tat ein ganz ernstzunehmendes Thema bei uns im Weingut. Und mein Kellermeister, der Georg Rieser, hat da auch viel Input gegeben. Und wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, da auch uns wirklich gut weiterentwickelt und sind jetzt auf dem Weg, wirklich auch herkunftsbezogen das Thema Spätburgunder anzugehen. Also das Ziel ist, langfristig auch tatsächlich irgendwann mal ein Spätburgunder großes Gewächs aus dem Gundersheimer Höllenbrand zu bekommen. Schauen wir mal. Also das ist aber einfach auch ein Projekt, was Zeit braucht, weil die Reben das entsprechende Alter haben müssen. Und wir denken da im Moment von Jahr zu Jahr. Das ist aber ganz lustig, weil du ja so Newcomer des Jahres dann quasi über den Pinot geworden bist, gell? Das ist ja auch lange nicht mehr passiert, oder? Das war eben ein besonderer Gag von Rudi Knoll, dem Vino-Wein-Journalist, der da eine Freude dran hatte, als er das erste Mal von uns einen gescheiten Spätburgunder im Glas hatte. Ja, ich habe das gern mitgenommen. Ja, also ich bin gern mal ein Newcomer, warum nicht? Ja, aber Theresa, du kommst ja aus dem Rheingau, gell? Mhm. So, also auch wenn wir jetzt den Pinot noch im Glas haben, eigentlich machst du ja sehr viel Riesling. Ja. Ja? Wie würdest du denn jetzt deine Rieslinge beschreiben? Was ist denn die Stilistik des Rheingaus und deine Stilistik? Also unsere Stilistik ist, glaube ich, eine sehr unaufgeregte, vielleicht so ein bisschen zurückgenommene, die man so ein bisschen entdecken darf. Weine, die eigentlich einem nicht anschreien, trotzdem fesseln und Lust auf den zweiten Schluck machen. Also das ist so Trinkfreude auf eine seriöse Art und Weise, würde ich sagen. Ja. Der Rheingau ist, obwohl er ja auch wirklich klein als Region ist, trotzdem extrem vielfältig. Und wir sind in Rüdesheim an einem Fleckchen im Rheingau, wo wir auf einmal auch mit Steillagen arbeiten und eine ganz, ganz andere Bodenstruktur haben im Vergleich jetzt zu den 2 Dritteln des Rheingaus, die im eher hügeligen, weiteren Rheintal sind. Ja. Und das sind dann schon ganz andere Weine. Deswegen würde ich sagen, die Mehrzahl der Rheingauer Rieslinge, die man sieht, sind schon ein bisschen opulenter als unsere, vielleicht auch ein bisschen mehr fruchtgetrieben. Mhm. Aber das liegt auch schlichtweg daran, dass es einfach hauptsächlich in einem anderen Bereich ist. Wie ist man eigentlich, wenn man fruchtgetrieben ist? Wird schon spannend. Fruchtgetrieben? Ich weiß es nicht, ich bin es ja nicht.
Okay. Fruchtgetrieben ist eigentlich schön, ja? Schönes genau. Wort. Wenn es vorangeht halt. Mit der Fruchtgetrieben. Merke ich mir für die nächste Weinliste. Fruchtgetriebene Riesling. Okay, du schenkst uns jetzt mal einen Riesling auf. Ja, ich dachte, wenn ihr über den Fruchtgetrieben... Nein, der ist ja gar nicht fruchtgetrieben. Ja, wobei, der kommt jetzt wieder aus Rauental. Jetzt wird es ja kompliziert. Wir haben ja unsere Weinberge nicht nur in Rüdesheim, sondern wir gehen ja auch so ein bisschen in der östlichen Ecke des Rheingaus fremd. Okay. Seit einigen Jahren mit unserem Rauntaler. Und ich dachte mir, dass wir da auch mal heute. Wobei das vom Boden jetzt auch nicht ganz klassisch mittlerer Rheingau wäre, ne? Also nee, das ist dann auch wieder die Ecke, ganz berühmt, Rauntaler Balken, ist okay. Ja auch eine historisch große Lage. Da ist so ein ganz, ganz eigenes Bodengeschehen nochmal. Da haben wir auf einmal auch einen Phyllitschiefer, den sonst in dem hügeligeren Part ja gar nicht gibt, wo es eigentlich dann mehr um Quarzit und Lössleben und in den Brunnenlagen um sehr mächtige Böden geht. Das ist nochmal so eine kleine Sonderform und da hat mein Papa glücklicherweise 1990 zuschlagen können und hat sich den Nonnenberg als Monopollage sichern können und das ist jetzt der kleine aus Rauental, der Ortsriesling. Boah, der duftet aber toll. Ja, ich dachte mir, ich bringe mal einen Ortsriesling mit 2-3 Jährchen auf dem Buckel mit. Vor allem 2015er Jahrgang, ne? Also 2015. Den hattet ihr ja als Berg Schlossberg. Mal, was der Ortswein da kann. Mhm. Außerdem stand die Kiste so nah bei unseren Bauarbeitern im Keller, dass ich mir dachte, bevor die mir alles da rausklauen, bringe ich auch immer ein Fläschchen hierher. Jetzt ist das ja so, dass eigentlich gerade der Riesling, wenn man das so, also für mich als Verbraucher, vor allem der Riesling, der so aus dem Rheingau kam, hat ja so ein bisschen für dieses Vorurteil gesorgt, dass Riesling immer sauer ist. Ach Quatsch. Ach schon, weil wir ja, also wenn nur weil die Rheinhessen damals noch überhaupt keinen gemacht haben. Vielleicht. Geht das jetzt schon los? Rheinhessen-Bashing, ich werde verrückt. Ich habe mir auf dem ganzen Weg vorgenommen, nichts Negatives über den Rheingau zu sagen. Dann kommst du so. Das war jetzt ja nicht per se negativ. Ja, ist okay. Ihr habt euch dem entzogen, dem Riesling ein schlechtes Image zu verleihen. Also wir haben immer Riesling gemacht, so ist es nicht. Also der Wein ist wunderschön und er hat natürlich auch eine Säurestruktur, muss so ein Wein haben, aber eure Weine sind ja nicht sauer. Aber früher waren, das muss man doch einfach mal festhalten, also viele Rieslinge einfach sehr sauer. Ich glaube, man muss natürlich vom Grundsatz her sagen, das Thema klimatische Entwicklung ist ja bekannt. Und natürlich ist es so, dass insgesamt Deutschland auf der Gewinnerseite bisher ist bei all der Klimaveränderung, weil wir jedes Jahr reife Trauben ernten. Ja. Und selbstverständlich war es in den 80er Jahren noch schwieriger, jedes Jahr wirklich ausgereifte Rieslingtrauben zu ernten. Mhm. Egal ob im Rheingau, an der Nahe oder auch in Rheinhessen. Das waren andere Zeiten. Mhm. Und nichtsdestotrotz gibt es auch aus diesen Jahren großartige Beispiele. Und da ist gerade Ihr Vater einer der Protagonisten, der immer zu nennen ist für das, was trockenen Riesling qualitativ hochwertig dann nach vorne gebracht hat. Das ist, glaube ich, in der Tat eine Sache, die so ein bisschen in der 80er Jahre wieder neu wiederentdeckt wurde von so nur ein paar wenigen Spitzenwinzern, die da ein Gefühl dafür hatten. Und ganz klar hat man damals auch mit der Säure noch ein bisschen anders jongliert und teilweise auch bewusst diese knackige Säure im Wein gehabt. Das war auch in den 80ern mal in beim Riesling. Mhm, ja, also ich weiß das auch bei gleich bei, mit einer Nextium bei Abfüllungen in unserem Weingut, Moorsteine aus den 80er Jahren, die waren schon auch teilweise brutal knackig. Aber da war man stolz drauf. Man wollte okay, diese das Säure haben. Ja. Und man ist aber auch mit einem anderen Konsumgedanken dran gegangen. Es galt ja auch damals nicht dieses, oh Gott, es scheint die Sonne das erste Mal, ich muss den neuen Jahrgang bringen. Richtig, das war damals ja auch ganz anders. Also den Wein wurde schon auch eine andere Zeit gegeben, weil sie es verlangt haben. Und man hat sie sich aber dann auch genommen. Mhm. Und so waren die Weine natürlich durch die klimatischen Gegebenheiten straffer. Aber man hat sie auch dann entsprechend angenommen und eingesetzt. Also da hat man heute ein ganz anderes schnelllebiges Momentum, dass man irgendwie immer denkt, ich brauche frisch, ich brauche neu. Und dann wirken die Weine natürlich sauer, gar keine Frage. Riesling braucht dann eben seine Zeit. Also man hat die einfach länger im Weingut gelassen, bevor man sie verkauft hat. Man hat sie oft ganz auch länger im Keller gelassen. Sowohl im Fass als auch die Flaschenreife, dann bis es in den Verkauf ging. Und ich meine, es ist ja heute uns in dieser Szene, wo hochwertige Weine getrunken werden, wieder ein großes Anliegen, das Thema gereifte Weine irgendwo mehr und mehr in den Vordergrund zu bringen, weil es einfach die
bestmögliche Variante ist, wie man einen Wein dann auch genießen kann. Aber die Zeit insgesamt ist natürlich brutal schnelllebig. Ja. Und so wie ich eben schon sagte, naja, die jungen 20er, ja, die kommen jetzt auf die Flasche, es darf losgehen. Das ist heute das Konsumverhalten, dass man Wein fruchtintensiver, fruchtgetrieben, jung konsumiert. Ja. Da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen. Solange man in dem Bereich der hochwertigen Weine nicht vergisst, dass das wichtig ist, dass es halt auch das Gereifte gibt. Das ist am Ende einfach ein Segen, wenn du dann jetzt einen Ortswein trinkreif ins Glas bekommst und nicht die Fantasie haben musst, naja, der wird mal. Ja? Also das ist halt, das ist ja immer das. Und wenn ich mein Keller zu Hause so angucke, habe ich immer das Dilemma, dass ich schneller trinke, als ich einkaufe. Haben wir das nicht alle? Also insofern, es muss mehr Wein gekauft werden. In diesem Sinne. Aber der Rheingau ist traditionell auch ein Riesling-Gebiet, oder? Ja. Schon sehr lange. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich, es war nicht so extrem immer, wie es heute ist. Es hat sich über die Jahrhunderte entwickelt. Aber der Rheingau ist, ja, das Riesling, so ein bisschen das Riesling zu Hause. Also man spricht ja tatsächlich von der Riesling-Pflanzungsurkunde von 1435, glaube ich, bei Rüsselsheim. Mhm. Das gut, wir waren halt ein bisschen früher in Worms-Feddersheim, etwa 30 Jahre früher. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Insofern haben wir beide viel hier richtig gestorben. Die älteste Erwähnung in St. Georgenberg. Okay. Kann man gerne googeln. Okay. Aber gut, red ruhig weiter. Es fängt schon gut an mit euch Zweien hier heute. Super. Ja, aber es gibt im Verhältnis natürlich sehr viel Riesling im kleinen Rheingau. Ja, okay. Wir können nicht so viel anderes so gut. Da sind die Rheinhessen uns einfach weit voran, dass die auch noch anderes gut können. Guck mal, die Theresa reicht dir die Hand, merkst du das? Ich nehme sie gerne. So, jetzt haben wir einen Riesling im Glas und haben dazu noch gar nichts gesagt. So richtig? Ja. Dann müsst ihr mal. Ich kann immer nur sagen, schmeckt mir nicht. Und? Es schmeckt mir sehr gut. Es duftet schon so toll. Das hat so Trockenobst-Aromatik, Aprikosen getrocknet oder sowas und auch so ein bisschen Litschi oder so. Also das geht schon in eine schöne, reife, teilweise fast tropische Charakteristik von der Frucht rein. Und dann kommt aber eine sehr junge, weinige Säure, die halt ein ganz tolles Finish übergeht. Man merkt schon die Mineralien am Gaumen auch. Ja. Also das ist ein Wein, der halt auch nicht aufhört, sondern der am Gaumen einfach noch ein bisschen weiter kitzelt und dann eben animierend ist. Ja? Also das ist, du hast halt einfach Bock auf den nächsten Schluck. Man drängt, ja. Das Problem mit dem nächsten Schluck ist ja so ein bisschen, das hatten wir ja auch schon mal, aber jetzt hier ist das ja ganz extrem. Wir haben das ja mit dem Berg Schlossberg da. Ich habe sie dann mal gefragt, da stehen dann diese Flaschen, ne, so aufgebaut. Habe ich gesagt, so und Theresa, ich habe von Philipp gelernt, man muss das alles in den Keller legen. Kann man dann mal für den nächsten Jahrgang was reservieren? Da hat sie nur gelacht. Ich lade ja irgendwann mal Gäste ein, wo man auch Wein kaufen kann. Ja, aber den Ortswein zum Beispiel, da kann man ja zugreifen. Das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen schade, dass das bei den kleinen Weinen ja vergessen wird, dass die ja auch diese große Freude bieten, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt. Und man hat tatsächlich so viel Spaß im Glas für kleinen Part des Gelds. Und ich habe den Wein auch gegriffen, weil ich einfach so neugierig war, weil ich selbst die auch viel zu selten mit ein bisschen Zeit trinke. Man redet immer über den neuen Jahrgang und geht immer ran. Nichtsdestotrotz ist es halt so, wenn man irgendwo so eine Flasche Schlossberg ergattern kann, dann muss man zugreifen. Muss man nehmen, das ist ne? Halt, das ist, und es war wirklich so, als ich den Schlossberg zu Hause aus dem Keller mitgenommen habe. Hast du das gern gemacht? Nee. Es war so ein Moment. Aber 15 war ja auch echt noch ein bisschen ungeduldig, ne? Im Moment hat mir es wehgetan, dass die Flasche den Keller verlassen hat. Das hat erst hinterher so richtig kapiert. Das müsste ja ganz schön wehgetan haben. Das ist, also vielen Dank. Aber ich kann euch auch erzählen, wie das war. Cornelius war dabei, als ich die Flasche war. Ich muss noch einen Bräuer mitnehmen. Und dann greift er so, da ist doch einer. Ja, klar. Okay, er hat ja recht, wenn er ein Schlossberg ist. Aber er war lecker. Wir haben dann auch wirklich geguckt, dass wir die Flasche auch noch leer kriegen. Fantastisch. Das hat sehr geklappt. Das hat auch geklappt. Aber das, was mich jetzt daran mal interessieren würde, das ist ja jetzt also, wenn wir jetzt über so eine besondere Lage sprechen. Jetzt gibt es ja auch andere Winzer, die in dieser besonderen Lage eventuell
auch besondere Weine machen. Stehen ja. haben. So. Also der Johannes Leitz war da. Ich glaube, der hat auch Bergschlossberg. Ne? Ja. So. Und da kommt ja dann diese Persönlichkeit rein. Wie unterscheidet sich denn dein Bergschlossberg von zum Beispiel einem von dem Johannes Leitz oder von einem anderen Winzer, der dort an? Was ist das, was du dem Wein mitgibst? Oder kann man sagen, Bergschlossberg ist Bergschlossberg? Es sind drei Spitzenwinzer, die da am Berg sind und das ist einfach immer ein geiler Wein. Ein großer Teil ist Bergschlossberg, ganz klar. Und das ist ja bei jeder Lage so, dass sie ja ihre Berechtigung hat, als Lage zu existieren, weil sie einfach irgendeinen unnachahmlichen Part in sich trägt. Mhm. Aber ein genauso großer Teil ist eben auch dann das Zuhause des Weins und die Idee hinter den Händen, die ständig an dem Rebstock dran sind. Und das sind kleine Unterschiede vom ersten Moment an. Also sei es irgendwie der Ertrag, weil natürlich macht es einen Unterschied, ob da zwei, drei Trauben mehr oder weniger dranhängen, wie man irgendwie seine Böden bearbeitet, wie man im Keller schlussendlich damit umgeht und was für ein Zuhause die Weine haben, sind alles Bausteine, die eine Stilistik prägen und am Ende ja im Ideal auch dann ein Leitz-Trinker oder ein Breuer-Trinker ausmachen. Und dann ist natürlich, das zieht sich dann von klein nach groß quasi. Und so wächst das dann zusammen. Und ein Breuer-Schlossberg hat halt eben beides, Schlossberg und Breuer und der Leitz-Schlossberg ganz genauso. Und das hat zum Glück seinen Platz und ist ja so aufregend, dass man eben das dann auch miteinander probieren, trinken kann. Ich glaube, wir haben mit unserem Schlossberg auch so ein bisschen das Glück, dass mein Papa einfach schon wirklich extrem früh eine Vision dahinter hatte und den Schlossberg für uns auch einfach als jetzt nicht Marke im kommerziellen Sinn, sondern eben als Qualitätsmarke auch gesetzt hat für uns. Und das hat er einfach extrem früh getan. Und da haben wir dann vielleicht hier und da einfach 3 Meter Vorsprung. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das andere schlechter ist, sondern es ist einfach nur dieser Ausdruck, der einfach schon vielleicht 3 Jahre weiter gedacht ist in der Präzision. Das ist sehr bescheiden, das ist sehr nett. Aber also man dürfte es in deinem Fall durchaus vehementer sagen, das denke ich schon. Also es gibt eigentlich nichts Originaleres als ein Breuerwein generell, weil es vom Stil her schon sehr, sehr eindeutig ist. Also Breuer steht schon für eine sehr eigenständige Weinstilistik und Weinkultur. Und dann eben mit diesem Zusatz, dass dann noch diese Lagenunterschiede so schön rausgearbeitet werden. Es gibt Weingüter, bei denen ist es viel schwerer, beim Reinriechen sagen, könnte ein Breuer sein oder könnte der in der sein. Aber bei Breuer würde ich mich manchmal trauen und sagen, oh, das riecht wie ein Breuer. Weil es einfach so, weil das so was Markantes ist. Hast du das erkannt jetzt, ja? Ja, ich will ja jetzt nicht angeben. Schon klar, aber eigentlich schon. Ja, also, ja, jetzt schon erkannt. Okay. Wie ist denn das mit deinen Weinen, Philipp? Du hast ja jetzt auch Weine, zum Beispiel, ich habe dir das letzte Mal die Lage Geiersberg angedichtet, das streichen wir, aber jetzt zum Beispiel im Moorstein, da haben ja andere Winzer auch Lagen. Was macht dann einen Wittmann-Moorstein aus? Oh nein. Ja, alles gut. Okay, gut. Alles gut, alles gut. Hat keinen Kork. Ja, es ist, da ist ja so ein bisschen, es tut mir echt leid, aber meine Oma war Schwäbin, also mein viertelschwäbisches Herz in mir hochgekommen. Das ist eine Flasche mit einem schlechten Füllstand, die ich mitgebracht habe. Und wenn dann der Kork noch so komisch ist. Ich habe schon mit Korabin angeklopft. Nein, ich führe dem Philipp heute eindrücklich vor Augen, was passiert, wenn man bei der Füllung nicht dabei ist. Na, also Philipp, das sind alles vielleicht schlechte Etiketten. Vielleicht möchtest du doch schnell zurück ins Weingut. Nein, deswegen war nur gerade so ein angsterfüllter Blick, aber ich wollte euch gar nicht, nee. Sorry. Alles gut, du. Moorstein, ja. Also ich sag mal so, ich glaube, man kann schon, also nennen wir den Moorstein, da sind ja doch ein paar Protagonisten tätig, die einen guten Wein machen. Und man kann dann schon diesen verschiedenen Stilistiken nachfolgen. Und ich glaube, bei uns jetzt im speziellen Fall ist es so, dass wir grundsätzlich schon das Thema primäre Fruchtaromen im Wein spürbar haben, allerdings in einer sehr zurückgenommenen Art. Das heißt, du hast immer so ein ganz zart, vielleicht in der Jugend ein bisschen Hefeschleier, aber auch nicht zu laut, sondern es ist eher schon in die Gelbfrucht gehend und schon so ein bisschen das Thema reife Riesling-Aromatik. Und dann kommt es halt aber normalerweise relativ schnell ziemlich kühl und ziemlich frisch daher. Und die Weine sind, glaube ich, nie opulent, sondern eigentlich eher ausgerichtet in die Länge und dürfen ruhig auch ein bisschen knacken. Also das soll nicht too much sein. Ich habe aber auch nichts gegen Frucht, wobei ich beim Weinausbau
darauf überhaupt nicht hinarbeiten, mhm. sondern das ist letztendlich auch so ein bisschen die Thematik, was für Klima hast du, was für Böden hast du. Mhm. Und ich finde es durchaus charmant, dass bei uns eben die Rieslingfrucht auch im Glas stattfindet. Ne? Und das ist einfach Herkunft in dem Fall dann auch. Ja. Und dann ist die Frage, wie stark man das jetzt betont. Und ich mache eigentlich eher eine Unplugged-Fruchtversion und trotzdem ist noch genug da. Mhm. Man kann natürlich aber auch im Moorstein wirklich den Verstärker anmachen und dann wird das lauter. Das geht auf jeden Fall. Okay. Und das kannst du halt mit diesen verschiedenen Elementen natürlich durchaus. Und bei mir würde ich sagen, entstehen die Weine mehr oder minder in so einem, in so einem Art Blindflug, den wir irgendwie automatisch durch das Vertrauen, was wir in unsere Arbeiten und in die Trauben haben, einfach dann werden lassen. Mhm. So dass ich da gar nicht sagen würde, dass da groß irgendwie Richtung gegeben wird. Ja. Aber am Ende. Aber zum Schluss triffst du ja doch eine Entscheidung. Nein, wenn man es am Ende sich genau anschaut, ist es natürlich das, was man macht. Auch wenn man sich entscheidet, im richtigen Fall nichts zu tun, ist das eine Entscheidung. Also insofern, klar. Und deshalb ist es so, große Lagen und der passende Winzer dazu. Ist immer ein spannendes Ergebnis und dennoch können die brutal unterschiedlich sein. Und ich würde jetzt gerade auch Josi seine Weine aus dem Rüdesheimer Bergen im Vergleich zu Theresas, die sind schon irgendwo zwei Welten, aber sie haben halt was Gemeinsames, nämlich diesen gemeinsamen Nerv des Terroirs und auch des Klimas. Und das lässt sich dann auch, das ist ja das Coole, dass du beides findest. Ja? Und du findest zum einen diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und zum anderen aber dann trotzdem die Gemeinsamkeit. Und das ist auch wichtig für Winzer, wenn sie in gleichen Weinbergen arbeiten, dass man dann auch versteht, dass man auch an einer gemeinsamen Idee arbeitet und nicht jeder dann nur für sich rumwurschtelt. Ja. Aber ich glaube, das habt ihr ja ganz gut im Griff in Rüdesheim. Ich hab den Eindruck, oder? Würdest du so einen Wittmann erkennen am Geruch oder am Geschmack? Ja, tatsächlich trinke ich den auch sehr gerne. Und das ist ja auch immer so dieses Gelernte, ne? Gelernte Geschmäcker erkennt man dann ja auch schnell. Mhm. Und das ist auch gerade, was Philipp gerade beschrieben hat, mit dieser Balance auch der Frucht ist was dann auch die Spannung ausmacht. Und eben gerade so dieses sich dem annehmen, ja, die ist da und die macht auch Lust, aber es ist eben so viel mehr als das. Und bei manchen ist es halt nicht viel mehr als das. Und dann kriegt es so eine gewisse Langweiligkeit und dann brauche ich die nicht. Aber im Zweifelsfall, wenn man den Wein riecht und dann den Schluck Wittmann im Gaumen hat, dann weiß man Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Ja. Na dann, das ist ja. Da also muss ich mich noch hinarbeiten. Wir haben jetzt was Besonderes. Ja. Und zwar der Wein ist noch nicht lang im Markt, glaube ich. Nee, aber die Flasche ist nicht fein. Ich bin nicht zufrieden. Ist nicht zufrieden? Also ich habe jetzt so gedacht, nee, ist reifer. Reifer, als ich es wünschte. Da werde ich mit meiner schwäbischen Sparsamkeit gleich bestraft. Sein 2016 Also zumindest in der Nase. Vielleicht ist es am Gaumen aufgeräumter. Also ich würde es nicht so kritisch sehen. Das kommt unheimlich frisch am Gaumen. Ja, der Gaumen hilft, aber die Nase ist schon so ein bisschen... Ja, gut. Vielleicht hast du den Schluck von oben gekriegt. Wahrscheinlich. Aber dieses Kritische, das braucht man halt auch als Winzer, gell? Ja, und in dem Fall, also ich kenne den Wein ja und ärgere mich jetzt einfach nur über meine eigene Blödheit, dass ich jetzt meine Sparfuchsflasche mitgebracht habe und nicht eine gescheite. Ne? Aber insofern ist alles gut. Sie ist positiv, die hat niemand anderes gesehen. Richtig. Ihr habt eure Weinberge über ein ziemlich großes Gebiet verstreut. Gell? Du hast mir so eine handgemalte Karte gezeigt, die da in eurem Keller stimmt, ja. Hing. Ja, also wir haben ganz viele unserer Weinberge in Rüdesheim. Das ist ja der Ursprung, da ist ja quasi alles im ersten Schritt gewachsen und dann war eben mal die Chance, die Fühler nach Rauental auszustrecken, was wir im Ortswein probiert haben. Und vor 2 Jahren haben wir dann nochmal eine Chance bekommen und haben uns nochmal auf die andere Seite des Rheingaus quasi ausgedehnt. Es ist ja alles nicht wirklich weit weg voneinander. Also für uns sind das Weltreisen, wenn wir mal 15, 20 Kilometer fahren. Ja. Aber in anderen Regionen ist das ganz normal. Im Rheingau ist es ja so, die können ja nur entweder Richtung Osten. Genau, wir haben ja nur zwei Richtungen. Ja, also wir sind ja unheimlich limitiert. Voll limitiert. Wir sind nie brutal aufregend, wenn die mal 25 Kilometer in eine Richtung fahren. Ah, ich habe heute ein wahnsinniges Fest gefeiert, dass ich mal über den Rhein fahren darf. Auf die böse Seite sozusagen. Die Ebbseite. Wie oft habe ich das schon gehört? Hat das viele Vorteile? Ja, du hast ganz viele unterschiedliche Böden dann. Ja. Wenn du mal 25 Kilometer in eine Richtung fährst, hast du sehr viele unterschiedliche Böden. Schon, klar. Also dadurch, dass wir ja so eine klare Riesling-Dominanz bei uns haben, ist das schon ganz wichtig, die auch in verschiedenen Standorten zu haben. Weil wir sonst ja wahnsinnig sonst wär alles gleich. Im
Stress wäre. Ja, weil so, dann einfach, dann wäre für jeder Arbeitsschritt wäre ja der eine Moment der ultimative. Und so haben wir dann doch ganz unterschiedliche Entwicklungsstadien. Und das erlaubt uns auch so handwerklich zu arbeiten, wie wir arbeiten, weil wir einfach uns die Zeit dafür lassen können. Also wir können Riesling ernten, wenn das Wetter uns lässt. Das, da sind wir über irgendwie 3,5 Wochen beschäftigt und haben immer noch das Gefühl, nirgends zu spät zu sein. Ah. Wäre das jetzt alles an einem Fleck, wäre das mit Sicherheit stressiger und würde nicht so funktionieren. Insofern entzerrt das ganz viel. Es streut natürlich irgendwie auch Risiko, wenn es einmal in der einen Ecke vielleicht Frost gab oder Hagel oder was auch immer. Aber natürlich ist es eine wahnsinnige Druckerei. Aber wir haben das Gefühl, dass die positiven Momente überwiegen. Hast du jetzt im Fachwortschatz heißt das arrondierte Flächen, also zusammenhängende Flächen? Guck mal, ich habe arrondiert, ja. Hast du wir haben das ganze Weingut im Moorstein arrondiert und leben mittendrin. Nein, gutes Glück. Wäre nicht schlecht. Also, nur Moorstein? Ja, also wobei die Gebäude würden mir leid tun im Moorstein, weil die werden da schön besser Weinbergen. Ja. Nee, im Gegenteil, trotzdem eine Situation, die ganz gut ist, weil fast alles in Westhofen ist. Mhm. Das heißt also, im Umkreis von 5 Kilometer sind, ich würde sagen, 90% unserer Weinberge. Du kannst halt dich sternförmig und, bewegen, im Gegensatz zu Theresa. Ja, vorwärts, rückwärts, links und rechts. Nee, es ist halt so, ich kann halt innerhalb von einer Stunde ziemlich viele Weinberge sehen. Ja. Und das ist gerade während der Erntephase sehr hilfreich. Und wir haben ja auch ein bisschen Weinberge in Nierstein. Das sind 30 Kilometer. Und das ist schon immer so ein Punkt, dahin zu fahren, um was, nur was zu gucken, ja, eine Kleinigkeit, wie weit der Austrieb ist oder ob man nochmal Laubarbeiten machen muss. Man muss einfach gucken, dass man sich immer dazu quält, dass man es jetzt macht und nicht sagt, ach komm, weil der Weinberg verzeiht es nicht, wenn man nicht rechtzeitig kommt bei einem Arbeitsschritt. Und es ist so ein Riesenunterschied. Also tatsächlich machen, also diese 30 Kilometer oder bei uns 15, die machen echt einen Riesenunterschied. Ja. Und man hat es einfach nicht vor der Haustür. Man sieht nicht die Wolke, die da kommt. Genau, genau. Und das ist letztendlich das Spannende. Auf der einen Seite kannst du dich brutal ausleben mit Weinen, die eigene Charakteristiken haben und kannst damit einfach auch viel besser erklären, was du eigentlich machst. Weil wenn du dann am Ende Rauntal neben Rüdesheim stellst, dann wird für jeden, der halbwegs was verkosten kann, klar, was Herkunft bedeutet, was Terroir ist und wieso die Rebe so ein großartiger Botschafter vom Boden ist, weil einfach der Unterschied so eklatant ist. Und das ist für uns Winzer eine Riesensache, eine tolle Chance, einfach unsere Arbeit auch zu dokumentieren in dieser Unterschiedlichkeit. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich in Nierstein Riesling habe, weil ich einfach mich brutal freue, diese sehr eigene Stilistik von Nierstein einfach neben meine Westhofener Weine zu stellen. Da bist du aber noch nicht lang, oder? Seit 2014. Ach krass. Am Roten Hang? Oder also ich weiß doch nicht alles. Okay. Aber du hast schon eine Frage gestellt. Die sind so rar, die Weine, oder? Es ist tatsächlich nicht wirklich so viel Wein, was da entsteht. Ja. Also wir haben als erste Lagenweine ja die nach den Orten genannten Weine von Gundersheim, Westhofen und Nierstein. Und da ist eben Nierstein aus den Lagen Ölberg und Orbel. Ah, okay. Und in Westhofen sind wir dann eben im Moorstein und gegebenenfalls noch im Brunnenhäuschen und in Gundersheim im Höllenbronn. Also das sind so die Dinge, die dann so auf Augenhöhe spielen, aber halt super unterschiedlich sind. Ja. Und das macht schon auch Spaß. Kannst du das denn mal beschreiben, was jetzt, wenn du jetzt quasi einen Riesling auf den Tisch stellst, aus 3 verschiedenen Lagen, wie die sich zeigen? Also so, weißt du, dass man also sagt... Bei mir in Westhofen im Vergleich zu Gundersheim, Nachbarort, ein bisschen höher gelegen, ein bisschen kühlere Lage, dann merkst du das tatsächlich von den kleinklimatischen Bedingungen. Da ist halt Gundersheim ein bisschen karger, ein bisschen leichter, ein bisschen säurebetonter, ein bisschen schlanker. Bodenstruktur ähnlich wie Westhofen. Westhofen dann ein bisschen intensiver, ein bisschen gehaltvoller. Und das erklärt sich hauptsächlich über die klimatischen Bedingungen. Wenn du dann den dritten, den Niersteiner mit reinnimmst, der hat auch ein ganz anderes Mundgefühl, ganz andere Aromen, die im Vordergrund stehen, weil das eben auf dem roten Tonschieferboden wächst. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Kalkstein verursacht an Aromatik. Und das ist dann halt die Show zu sagen, okay, hey, es ist nicht Winzerhandwerk an sich, sondern es ist Herkunft, die sehr, sehr stark das beeinflusst. Und kommen wir zurück zu Theresa. Wenn man jetzt den ersten Wein, denn auch wenn das jetzt nur vermeintlich die Ortslage war aus Rauntal, vergleichen mit einem Rüdesheimer Wein, dann erlebst du ja genau das Gleiche, dass einfach das Spektrum an Aromen in eine andere Richtung geht. Mhm. Und zwar bei beiden Weinen ganz klar diese ganz klassische Bräuernase da ist, die so ein bisschen
Ja, jetzt versuche ich es doch mal zu beschreiben. So ein bisschen ganz zurückhaltend sagt, ja, ich habe auch Frucht, aber die zeige ich euch noch nicht. Und so ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass man gegebenenfalls Holzfassausbau manchmal ein bisschen spürt. Mhm. So aus dem traditionellen Holzfass. Eine karge, sehr pure Art im Wein. Und ich finde, dass jetzt auch gerade in der Länge bei dem Berg Roseneck dann eben dieser Mineralbang, der da hinten kommt, der lässt den Wein dann einfach im Mund dann in einem völlig anderen Blickwinkel erscheinen, als in dieser erste Moment in der Nase, der ist erstmal so ein bisschen geheimnisvoll. So, oh, was ist denn jetzt das? Und wenn du dann das Ding im Mund hast, dann knallt es halt am Gaumen und sowas und dann erfrischt es auch so. Und dann kommt auch Rieslingfrucht. Mhm. Dann kommt die nämlich in dem zweiten Moment ganz besonders. Und das sind eben keine Nasenweine in dem Sinn, dass die da mit primärer Frucht am erschlagen, sondern das sind Weine, die sind sehr zurückhaltend und fast schüchtern im ersten Moment. Und dann kommt aber halt irgendwie unheimlich viel Herkunft, viel mehr Herkunft als bei vielen anderen Winzern meiner Meinung nach. Und das ist das Spezielle, glaube ich, an Breuer. Mhm. Und das interessanterweise, die Theresa hat das eigentlich stilistisch tatsächlich jetzt in nächster Generation so übernommen. Weil wenn man jetzt die Weine von deinem Vater anschaut, die würde ich genauso beschreiben. Ja, kommen ja von den gleichen Weinbergen und aus dem gleichen Keller. Ich glaube, bei uns war es auch das Glück, dass wir ja nie miteinander Wein gemacht haben und ich nie das Gefühl hatte, ich muss was anderes machen, um mich zu beweisen. Sondern ich habe ja irgendwie so erstmal überhaupt verstehen müssen, was da genau bei uns passiert überhaupt. Und gleichzeitig irgendwie zu einer Zeit, wo auf einmal Dinge sich von Natur aus so ein bisschen verändert haben, weil es irgendwie wärmer wurde und trockener wurde und all das. Und ich musste ja nie irgendwie zeigen, so, ich kann das auch, sondern ich mache das weiter. Das ist ja eine ganz andere Ruhe in den Sachen. Für den Fall, dass es so ist, dass man das Gefühl hat, man muss sich in irgendeiner Form beweisen in der Generationenfrage, magst du recht haben. Bei mir war es aber jetzt zum Beispiel auch so gewesen, dass ich ja mit meinem Vater Wein gemacht habe. Und ich bin lustigerweise nach 3-4 Jahren zurückgerudert und bin dahin, wo er war, weil ich festgestellt habe, das ist eigentlich viel besser. Also insofern, ist auch eine Erkenntnis. Ne? Ja. So. Da darf man auch nicht starrsinnig sein dann, ne? Also ich schon starrsinnig? Nein, ich wollte ja nur mal. Theresa, du bist sehr jung in das Weingut eingestiegen, weil dein Vater sehr früh verstorben ist. Nämlich gleich nach dem Abitur gehabt, bist du eigentlich... Quasi, ja. Zack, rein. Ja, das ist manchmal so. Irgendwie hat das Leben wahrscheinlich für jeden so seine eigenen Überraschungen parat. Ja. Und ja, bei mir war es 3/4 Jahr, nachdem ich mit der Schule fertig war. Und mein Papa war einfach noch jung, war 57 und eigentlich so einer von den eher gesünderen Kollegen. Also da gibt es so ein paar aus der Generationsriege, die sich, glaube ich, mehr dem Genuss ergeben haben, als mein Papa das gemacht hat. Insofern war es eigentlich ja total überraschend für alle. Aber so ist das eben irgendwie. Ne? Ich glaube, er hatte einfach wahnsinnig viel Energie in all das gesteckt, was er getan hat, sodass er vielleicht dann verliebt war. Ich weiß es nicht. Aber es, also ich hatte das Glück, dass ich mit ihm nochmal eine Australienreise gemacht habe. Da hat man natürlich schon abends auch an der Bar sich dann auch noch eben ausgeschrieben. Ich habe das ja, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass es einer meiner Vorbilder war in Sachen Wein und der Idee, wie man sich denn langfristig seinen Job und sein Weingut vorstellt, wo man gerne hin möchte. Also, und der Bernhard Breuer hat auch ja unheimlich viel in den deutschen Riesling gemacht, auch international. Also ich glaube, er war immer viel auch am Reisen. Ne? Ja, also war wirklich Botschafter im besten Sinne vor allem auch für den trockenen Riesling. Ich habe das damals tatsächlich, war so ein bisschen gänsehautmäßig, dann einfach mit dem Mann dann auch zu tun zu haben und sich auszutauschen. Und das war in der Tat, so wie Theresa sagt, der war immer joggen, der war, da kriege ich ein bisschen Angst, wenn ich drüber nachdenke, weil die Cornelius das letzte Mal über mich geschimpft hat, ich wäre morgens immer laufen gewesen. Aber das war einer, der ist auch immer laufen gewesen. Mhm. Und abends, wenn wir an der Bar so unvernünftig waren und angefangen haben, Bier und Gin Tonic zu trinken, hat er sich eine Flasche Riesling bestellt. Sehr vernünftig. Er wusste was Gutes. Aber es ist total verrückt, also wenn ich das so von euch höre und ich weiß um die Australienreise, das war ja, glaube ich, das war eine tolle Reise. Mein Papa hat, dadurch, dass er viel unterwegs war, dann auch nicht zwingend immer zu viel mit uns geteilt, aber er hat ganz früh schon ein Online-Tagebuch geschrieben, mit dem ich viel gelesen habe. So toll. Ja, also wirklich 99 schon angefangen, was kein Mensch damals auf dem Schirm hatte. Und da habe ich aber eben ganz viel auch über so Begegnungen gelesen. Und ich weiß noch genau, ich war
auch in Australien mit euch 2006. Das war der Einstieg in mein Praktikum dort während meinem Studium. Und ich hatte ja noch wirklich von nichts eine Ahnung und bin mit euch gereist und dachte mir nur so, oh wow, die sind echt so, die wissen so Bescheid. Und ich hier, ich Hühnchen irgendwie vom Land, habe von nichts eine Ahnung und darf mit euch Großen unterwegs sein. Und es war auch genauso dieses Australien-Ding, wo ich mir dachte so, hey, krass, ja, das ist echt, das ist die Richtung. So. Die Touren sind wirklich was Besonderes, weil man einfach da auch so viel Austausch miteinander eben hat. Und wir haben immer hart gearbeitet in Australien. Wir haben so viel Wein ausgeschenkt, so viel präsentiert, dass man es gar nicht glauben mag, dass am Abend noch die Energie war, dann trotzdem noch an die Hotelbar zu gehen. Und ja, man muss sich auch belohnen. Die Momente sind eigentlich die schönsten. Ja, klar. Ja. Weil man eben auch mit den Kollegen so zusammen ist. Ne? Also dieses Konkurrenzding unter Winzern ist irgendwie anders. Ne? Also ihr macht ja jetzt beide große, trockene Rieslinge und jeder hat natürlich seinen eigenen Boden, jeder hat seine eigene Handschrift. Trotzdem seid ihr ja irgendwie auch Konkurrenten, weil die sich für einen guten, großen Riesling interessieren. Sind wir nicht. Der braucht beide im Keller. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die unterschiedlichen Regionen so unterschiedliche Charakteristiken, Betonungen und Ausprägungen haben, dass das nicht im Wettbewerb steht. Also es gibt natürlich, also wenn ich jetzt die Pfälzer und die Rheinhessen nehmen, das ist näher beisammen in der Regel. Und gut, da die Rheingauer, gell, die sind ganz weit weg. Stilistisch die kommen ja auch an die Rheinhessen nicht dran. Stilistisch ist es einfach anders. Ne? Ja. Und insofern ist es tatsächlich so, wenn man sich dann mal das heute in der Welt anschaut, wie funktioniert es denn mit den hochwertigen Rieslingen? Die Freaks, die Riesling importieren, man muss sagen Freaks, weil es ist nach wie vor eine Nische in der Welt. Also machen wir uns nichts vor, das ist so. Aber die Freaks, die Spaß an Riesling haben, die schauen alle, dass sie eben auch dieses Portfolio sich aufbauen mit den Unterschieden. Ja? Die wollen einen Rheingau, die wollen Rheinhessen, die wollen einen Pfälzer, die wollen einen Mosel. Und die ist auch geil, wenn du es gegeneinander probierst eigentlich. So, und das ist eine Welt, wenn du in die eintauchst, dann die lässt dich auch nicht los. Und das kannst du natürlich fortspinnen, dann auch mit Rieslingen aus anderen Ländern. Also Stichwort Österreich, vornehmlich Wachau, Kremster, Kanntal. Ins Elsass kannst du gehen, da ist es spannend. Und auch in der neuen Welt, also da haben gerade wir in Australien, Stichwort, wieder auch viel probiert. Und du hast ja dort auch eine Zeit gearbeitet. Das ist schon auch nochmal anders. Ne? Absolut, absolut. Und es ist ganz witzig, ich habe gestern Abend oder gestern Nacht in einem Videopodcast von Amerikanern, die auch das Thema Riesling hatten. Und es waren zwei amerikanische Riesling-Produzenten da. Und die haben dann auf den Tisch gebracht, dass es wirklich innerhalb der Riesling-Produzenten weltweit irgendwie was gibt, was alle Freunde, allen zu Freunden macht und alle an einem Strang ziehen lässt. Und das ist, glaube ich, das merken wir jedes Mal, wenn das Riesling-Symposium ist, sei es jetzt in Deutschland oder in Amerika oder in Australien, dass es so eine Verbundenheit unter den Riesling-Winzern gibt, weil wir sind ja doch, wir führen ja so eine kleine Freakshow auf. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die ganze das Welt... Es gibt sogar manche, die haben St. Pauli-Shirts an. Das sind aber nur die von der anderen Seite des Rheins. Aber es ist eine ganz eigene Winzerwelt. Und ich glaube, wir sind so klein in der Wahrnehmung. Wir sind ja nicht die auf den großen Wellen reiten. Aber die Wellen, die wir reiten, sind die irgendwie so das Herz berühren. Die sind halt hochexklusiv. Und das verbindet tatsächlich total und macht uns nicht zu Konkurrenten. Okay, das ist auch schön. Unterschreibe ich. Oder unterschreibst du so, jetzt super. Chardonnay oder wie? Oh, ja. Mensch, ihr seid schnell heute, meine Liebe. Nee, Entschuldigung, aber ich bin mir gefällt meiner jetzt gerade nicht, deswegen will ich was anderes. Sie will lieber deinen Wein trinken. Das haben wir hier heute ja übrigens. So, aber jetzt nochmal zurück. Die meisten Weingüter sind ja so ein bisschen ländlich. Du bist jetzt in der Stadt Rüdesheim mittendrin. So in der Großstadt Rüdesheim. Und auf der anderen Seite des Rheins, das müssen wir auch nochmal sagen. Aber also in der Großstadt Rüdesheim und gegenüber ist ein Hotel und da ist irgendwie um die Ecke ist die Apotheke und so. Also bist schon so, also Drosselgasse ist jetzt nicht so weit weg. Du bist schon so richtig mitten im Center und da führt man dann ein Weingut. Wie geht denn das? Naja, das war halt schon immer da. Ja. Also was will man machen? Da haben die halt vor 250 Jahren großartige Keller gebaut. Und dann sind wir eben da. Das ist so ein Pfund und das ist ja auch Teil dessen. Das ist ja genau auch ein Baustein, der eben uns ausmacht, dass wir in unserem Zuhause sind. Aber apropos gebaut, da war doch irgendwie was. Ja, wir sind dabei. Wir sind dabei, gemacht. Das Ende naht. Wir haben immerhin angefangen. Das ist ja schon sehr gut. Schon was. Wie war das, die teuerste Halle der... Teuerste Flaschenhalle der Region. Die steht bestimmt bei uns am Eck. Aber gut, sie sieht auch wirklich schön aus. Als ich da war, roch das alles nach Orange.
weil da haben sie gerade das Öl aufgetragen auf diese Holzbalken. Das Geheimnis der Bräuerweine. Oh. Also wenn zukünftig alles das so ein bisschen nach Orangenzest riecht, dann ist die schöne Halle schuld. Also, aber ihr seid eben so richtig so an der Verkehrsstraße. Ich habe erstmal gedacht, boah, wo parke ich denn hier und so. Also es ist jetzt schon... Also man kann zukünftig auch bei uns parken. Du bist also eine Stadtwinzerin so. Und mitten in der Stadt ist auch diese Vinothek, da habt ihr sicher in anderen Jahren auch unglaublich viel Tourismus, oder? Ja, also es kommen viele auch zufällig zu uns. Es ist jetzt nicht so, dass man nur gezielt anreist, um uns zu besuchen, sondern wir sind halt in einem touristischen Nest und da spazieren Gäste durch die Straßen, die auch einfach irgendwie Rüdesheim als Stopp auf ihrer Deutschlandreise haben, weil das irgendwie ein kleines Weinnest in Deutschland ist. Aber die sind nicht da, weil es tolle Weine dort gibt. Ne? Aber die spazieren genauso bei uns rein. Und das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Chance, dass wir auch die so im Kleinen begeistern können. Man muss sich einfach mit dem Standort offen dem annehmen. Wenn ich jetzt sage, ich mag keine Gäste bei mir zu Hause, dann bin ich am falschen Fleck. Mhm. Aber ich komme aus einer Familie, die schon immer Gastronomie und Hotellerie im Zentrum von Rüdesheim hat. Wir leben davon, dass wir Gäste haben. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass wir zum einen unsere Weine in die Welt schicken und zum anderen aber die Chance haben, der Welt unsere Weine vor Ort zu zeigen. Klar. Mega, und das ist einfach, das ist ein bisschen anders, aber es ist total charmant aber auch. Aber gerade die Kombi macht es dann natürlich aus. Ja. Also wirklich international unterwegs zu sein und zu Hause die Internationalität zu erleben im eigenen Ort, das ist brutal. Also es ist, ist eine sehr, sehr spezielle und eigene Variante. Und der normale Weg wäre, dass man eigentlich nur die eigenen Straßen kennt und sich mit den Touristen ausschließlich beschäftigt. Genau. Und dann wäre halt auch der Horizont dementsprechend. Mhm. Und so ist aber der Horizont in die Ferne gerichtet. Und das ist natürlich, das ist halt cool. Das ist halt, das macht dann am Ende auch Größe aus. Also im Sinne von Qualität und Wertigkeit. Weil nur, wenn du dich nur mit zu Hause beschäftigst, dann schaffst du das gar nicht. Ja. Also du brauchst einfach diesen Blick über den Tellerrand, gerade im Wein, um auch immer wieder diese neuen Impulse zu bekommen, um sich weiterzuentwickeln und eben nett stehen zu bleiben und nett zufrieden zu sein mit der Situation, die man vorfindet. Und ich meine, alternativ hätte er jetzt auch statt einem Flaschenlager eine noch größere Vinothek bauen können, um eben noch mehr... Klar, ein Gästezentrum und keine Ahnung. Gästezentrum für Busse. Genau. Ein Weinzapfautomaten oder sowas. Nee. Aber das geht dir ja auch so, Philipp, in Westhofen. Da musst du ja auch über den Tellerrand schauen. Ja, ich sag mal so, in Westhofen bleibt dir ja gar keine andere Chance. Was wir sind halt... weit weg von dem Thema touristische Brennpunkt zu sein. Ja. Und obwohl es wunderschön in Westhofen ist, absolut. By the way. Und nach und nach entdecken das auch die Leute. Mhm. Und natürlich gibt es auch mittlerweile sowas wie einen Weintourismus, wo gezielt eben die Weingüter besucht werden. Und wir haben natürlich mittlerweile auch doch relativ viele Besucher im Weingut. Und das ist auch richtig schön so und richtig gut so und wir machen das auch gern. Und dennoch ist es so, dass zur eigenen Entwicklung und auch zur betrieblichen Entwicklung der Blick in die Welt und auch das Reisen in die Welt notwendig war und notwendig bleibt. Und der Weinexport spielt bei uns eine ganz große Rolle. Aber das ist bei dir auch nicht anders. Oder? Also, ist bei dir auch so, ne? Ja, ja. Ich denke, die Quoten sind da wahrscheinlich ähnlich. Also, das ist, wie ist denn deine? Schon wieder eine Frage. So 50% würde ich sagen. Wir sind bei 60. Ja. Na dann Wohlsein. Zum Wohl. Also das ist Chardonnay, ganz frisch abgefüllt. Allerdings 2019, also jetzt. Also das den ist, hast du aber jetzt gerade auch abgefüllt. Den haben wir jetzt gefüllt. Okay. Also wir haben also der ist das Etikett sieht ganz gut aus, da warst du zu Hause. Da warst du zu Hause, hast du drauf geachtet. Der war jetzt quasi zwei Winter im Fass. Ne? Deshalb steht auch Reserve drauf. Das sind also diese Burgunder, die dann eben auch von ihrer Wertigkeit eher einfach noch ein Jahr länger dürfen sozusagen. Und bewusst hier eben halt auch zum einen der Ausbau im Barrique-Fass als auch dann eben das Hefelager dann einfach schon ein bisschen Attribute sind, die dem Wein auch gut tun, weil Burgunder ja auch ein bisschen von seiner Cremigkeit und Textur lebt. Beim Riesling bin ich dann übrigens skeptisch, wenn das Fasslager zu lang ist, weil so ein bisschen die Finesse verloren geht. Mhm. Aber beim Burgunder sehe ich da wahnsinnig viel Sinn drin. Und das ist halt jetzt wirklich auf einem superschönen Kalksteinboden gewachsen, im Kirschspiel. Ein toller Weinberg, der jedes Jahr einfach auch
wunderbare Trauben hervorbringt. Und mir geht es hier drum ein Chardonnay. Natürlich gibt es dieses Vorbild Burgund, aber wir sind ja in Rheinhessen. Also es ist jetzt eine nette Idee hier, der Versuch, eine Kopie des burgundischen Chardonnays in die Flasche zu bringen, sondern das soll rein hessischer Chardonnay sein. Das heißt, der darf etwas mehr Kühle, Frische und auch Frucht haben, die einfach natürlich bei uns so wächst. Ich habe da relativ lang gebraucht, bis ich das akzeptiert hatte, weil ich habe natürlich diesem burgundischen Vorbild lang nachgeeifert und war nie ganz zufrieden, weil du musst bei uns im Chardonnay die Frucht fast totprügeln, dass sie wirklich weggeht. Also da musst du wirklich dann mit harten Bandagen arbeiten. Wie macht man das? Ja, das ist jetzt zu kompliziert. Okay. Man die Frucht tot. Okay, das erklärst du mir mal anders. Tatsächlich aber in der Weinbereitung einfach so, dass natürlich jeder Schritt, du kennst ja die einzelnen Schritte, die letztendlich entweder ein Plus primäre Frucht bringen oder halt auch das Thema reduzieren. Und ich war halt sehr lange auf dem Trip, das so alles rausgekitzelt möglichst hast. Zu minimieren. Mhm. Mittlerweile ist es ein Laissez-faire. Wir geben dem Wein eigentlich die gleichen Möglichkeiten, wie wir es beim Riesling auch machen und sagen, okay, Interpretation Rheinhessen. Und damit fühle ich mich pudelwohl. Wunderschön. Aber ich finde es auch tatsächlich, im ersten Moment hat er die Frucht gehabt, aber ich finde, er wird mit mehr Luft immer ruhiger und aufgeräumter und hat eine wahnsinnig schöne Kühle am Gaumen. Also er wird auf einmal weiß, hat auf einmal wirklich den Boden und wird pur und karg und ist natürlich noch ultra jung, aber echt so zum... Du kannst schon schön trinken. Ja. 19 kann man ja eh so schlotzen, ne? Also 19 hat irgendwie ein guter Begriff. Ich finde ihn sehr aufgeräumt und sehr... Also es ist halt pur. Das Pure ist immer das, wo ich am meisten Spaß dran habe. Und ich glaube auch, dass das ein Langläufer wird. Also es wird sicherlich ein ähnlicher Entwicklungsbogen haben wie jetzt so ein großer Riesling. Der braucht auch diese Zeit. Der Gaumen ist im Übrigen sehr vergleichbar mit unserem Kirschspiel Riesling-Gaumen. Und das ist so abgefahren, dass irgendwann ist es... Also ist die Rebsorte eigentlich wurscht? Also ich fühle das bei unserem Schlossberg manchmal so. Manchmal ist die Herkunft stärker als die Rebsorte. Das finde ich jetzt ganz interessant, weil ich hier schon auch manchmal gehört habe, du kannst nicht auf jeden Boden jede Rebsorte pflanzen. Wir reden jetzt ja auch nicht über jede Rebsorte. Wir reden über Chardonnay und Riesling. Na, also das ist jetzt nicht... Muss man differenzieren. Ich merke schon wieder, ich glaube, dass bestimmte Lagen einfach so eine Kraft und Prägnanz haben, dass wenn man mit den Reben pur und aufgeräumt umgeht, dass die Lage einfach dann die Dominanz einnimmt. Und das finde ich, der hat sowas Karges, Pures. Das ist wunderschön. Ich kann mir vorstellen, dass der Riesling das genauso trägt. Also, dass sie wirklich unheimlich verwandt sind zueinander. Es ist zumindest am Gaumen, und das finde ich, da findest du dann eben einfach wirklich und sagst, okay, das hat miteinander zu tun. Aber Thema Rebsorten. Ihr habt auch mit dem Orléans eine Uralt-Rebsorte wieder rekultiviert. Erzähl das doch mal. Ja, ist ganz witzig. Also auch mein Papa wieder, ne? Der hatte ja viele wahnsinnige Ideen im Kopf. Der ist irgendwann mal, weil er sich sehr, sehr, sehr mit dem Thema Lagen und Herkunft und wo ist der Ursprung auseinandergesetzt hat, ist er in der alten Karte auf eine Bezeichnung gestoßen, die Berg Orléans hieß. Das war eine kleine Einheit in dem heutigen Berg Schlossberg, als damals alles noch viel kleiner strukturiert war. Gleichzeitig sind immer mal wieder Orléans-Reben erwähnt worden, häufig als Partner im gemischten Satz. Und das alles hat ihn irgendwie so angefixt, dass er irgendwie rausfinden wollte, was es damit auf sich hat. Und tatsächlich wurden in dieser einen sehr, sehr warmen Ecke im heutigen Berg Schlossberg, wurde Orléans als Rebsorte reinsortig gepflanzt, was sehr, sehr selten war, weil das eigentlich eine Rebsorte ist, die wirklich eher so ein bisschen ein Volumenbringer ist, sich aromatisch nur wirklich entfaltet, wenn sie in sehr, sehr warmen, privilegierten Ecken gepflanzt ist und sonst eher so ein bisschen dafür sorgt, dass Saft im Wein ist als Garant. Und er hat sich dann wirklich so ein bisschen auf Entdeckungsreise begeben und ist auch in alte, nicht flurbereinigte, total verbuschte Terrassen gekrochen und hat alte Reben rausgeschnitten und hat sich auch zum Teil die analysieren lassen und dann eine Genanalyse machen lassen und ist dann auch auf Orléans noch in dieser Ecke gestoßen und hat dann das für sich zum Anlass genommen, auch einen Weinberg mit dieser Sorte zu pflanzen, um zu verstehen, was früher denn mal da war. Wir haben immer noch dieses Eckchen im Schlossberg. Es ist super spannend. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen, zum einen hat so ein Charakter eines lebenden Museums und dann hat es aber auch so ein bisschen den Klimaspiegel, weil wir auch jetzt sehen, dass der Orléans wirklich diese warmen, trockenen Jahre sehr mag. Also auf einmal wird er eben nicht nur Saftbringer, sondern auf einmal fängt er auch an zu schmecken und es hat einen ganz eigenen Ausdruck. Es ist wirklich, es ist
wenig. Es ist ein gebrauchtes Barrique. Es sind ja am Ende dann eben 300 Flaschen. Und den baust du auch so aus? Der heißt ja Orléans. Der heißt Orléans. Oh, und ist auch wieder als Rebsorte eigentlich relativ unscheinbar, aber sie steht eben im Berg Schlossberg und hat dadurch eine Verwandtheit und einen Ausdruck, der auf einmal Sinn macht. Wir haben ein paar Rebstöcke davon auch in einem anderen Weinberg in der Kühlenlage im Drachenstein, einfach weil da Rebstöcke gefehlt haben, nachgesetzt. Und das ist immer, wenn wir den Orléans im Schlossberg ernten, ist der im Drachenstein pressgrün, hart. Also die kannst mit den Trauben kannst du irgendwie jemand ermorden, wenn du ihn abwirfst. Also man merkt, dass dieser Standort einfach so wahnsinnig ist. Wir würden jetzt heute nicht den Schlossberg als Orléans-Standort opfern, weil wir dann doch die Rieslinge da wollen. Aber es zeigt ganz klar, dass es einfach früh schon erkannt war, dass diese Sorte diese Wärme liebt und auch Wärme gebraucht hat. Sonst hätte man nie die Lage danach benannt. Also das war irgendwie auch schon mal da in dieser Intensität. Das heißt, es war aber auch vielleicht schon mal wärmer, ne? Ja, Orléans seit 350 Jahren in der Region nachweislich gepflanzt. Also es ist eben schon eine längere Zeit, in der man auch mit der Sorte gespielt hat. Ein super schönes Extra. Das ist auch wieder sowas, da kann man mal reintauchen, mal wieder ganz anders denken und ist auch jedes Jahr aufs Neue irgendwie mit einem weißen Blatt Papier ausgestattet. Weil man hat ja nicht wirklich eine Referenz. Man arbeitet ja nicht wirklich auf den Geschmack eines Orléans hin, sondern man probiert mit der Rebsorte die Lage zu verstehen. Ja, genau. Okay. Als du jetzt in dieses Weingut eingestiegen bist, notgedrungen, sage ich mal. Dankbar. Dankbar, aber ja. Aber da hast du ja auch noch nicht alles gewusst. Und dein Vater hat jetzt so großartige Weine gemacht und trotzdem lief dieser Übergang so wunderbar. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich glaube, mein Papa hat großartige Weine gemacht, weil er fantastische Lagen hatte und die richtigen Menschen, die das mit ihm gemacht haben. Und die waren ja beide noch da, die Weinberge und die Menschen. Sonst wäre das auch tatsächlich nicht gegangen. Also hätte ich nicht die Unterstützung gehabt von den Mitarbeitern, die für unser Weingut heute noch leben und brennen, wäre das nicht gegangen. Also ich hatte ja überhaupt keine Ahnung. Also woher auch? Also ja, ich habe mich auch nicht hingestellt, als hätte ich Ahnung, sondern ich wollte tatsächlich erstmal verstehen, was da überhaupt los ist. Und hätte mein Papa nicht diese großartigen Menschen um sich herum gehabt, wären wahrscheinlich seine Weine auch nicht so gewesen und wären mit Sicherheit unsere Weine heute nicht so. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass viele davon noch da sind und dass die auch ganz viele Leute nachgeholt haben und dass wir da alle so miteinander funktionieren. Und das ist ganz, ganz maßgeblich. Ist ja für die auch nicht so einfach, wenn dann so ein junges Mädchen reinkommt, das ist dann plötzlich der Chef. Ja, und das weiß eigentlich nichts, wenn ich das so sage. Das ist absolut richtig. Ja? Ja, es war auch so, dass meine Familie, die ja alle nicht im Weingut gearbeitet haben, also mein Papa war der Einzige aus der Familie, der im Weingut gearbeitet hat, meine Familie wollte mich aber erstmal wegschicken. Ich glaube nicht, weil sie mich zwingend loswerden wollten, ich hoffe es, aber weil sie so ja mir einfach das Gefühl kompletter Freiheit geben wollten, dass jetzt nicht irgendwie das der notwendig ist. Genau. Ja. Die Mitarbeiter bei uns im Weingut waren aber irgendwie so total aufgeschlossen und die wollten auch und die fanden es super, dass ich einfach irgendwie da war und dass sie mir auch so ein bisschen ihre Welt erklären konnten und so hat ich auch, also ich musste mich eher gegen meine Familie wehren, dass ich zu Hause bleibe, als gegen die Mitarbeiter, um mir dort meinen Platz einzuräumen. Ja, das zeigt aber einfach von wahnsinniger Größe meiner Mitarbeiter, dass sie einfach bereit waren, auch mich irgendwie da abzuholen in diese Welt. Und gleichzeitig waren sie, glaube ich, auch ganz dankbar, dass überhaupt jemand sich ihnen annimmt und jetzt nicht irgendwie von außen vielleicht der Geschäftsführer da reingesetzt wird, der jetzt denkt, jetzt krempeln wir den Laden mal um. Ne? Und könntest du einen Jahrgang nennen, wo du das Gefühl hattest, angekommen zu sein? Das erste Mal so ein bisschen das Gefühl zu haben, zu verstehen, dass ich irgendwie weiß, wo ich bin, war 2008. Gelbes Etikett Schlossberg, ja. Das ist das war das. Ich habe ihn komplett gesoffen. Ich habe der Therese da einige Flaschen abgeschwätzt, sage ich mal, aber sie sind ja alle getrunken. Aber es ist großer Wein. Das war das erste. Also, lustigerweise habe ich an meinen ersten Herbst null Erinnerung. Also mein Papa ist 2004 gestorben und ich war im Mai und ich habe dann 2004 im Oktober mein Studium angefangen und war den ganzen Herbst zu Hause und ich weiß nichts. Also es ist komplett weg. Also für mich ist das erste Jahr 2005, an das ich mich erinnere, dieses Jahr 2004 existiert nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Nein, aber wie, weiß ich nicht. Und 2005 war die erste Erinnerung, aber ich war total überfordert, weil es einfach so viel war und dann kam dieses furchtbare Jahr 2006. Was im Nachhinein betrachtet unheimlich großartig für mich war, weil ich ganz viel gelernt habe, weil ich ganz viel falsch gemacht habe und ganz viel irgendwie
überhaupt nicht wusste. Und auf einmal kam das Wetter im Herbst und es hat wahnsinnig geregnet. Es wurde alles faul innerhalb von weniger Tage. Und Riesling sah aus wie Grauburgunder. Und oh, Säure ist flöten gegangen. Es war alles die Hölle. Also, da war ich auch im Bezweifeln. Oh, also, ja, 2,6 war schon, 2,6 war hart. Okay. Aber ganz wichtig, weil ich glaube, dass uns die Augen geöffnet hat, dass man eben auch da viel wacher sein kann und eben die Dinge auch im Herbst jetzt nicht so ein Selbstläufer sind und das Reife irgendwann kommt und wir sie dann einfach, dann pflücken wir halt Träubchen. Ne? Ich glaube, es hat viel... Auch schön, wenn es mal so läuft. Ja, aber 2,6 hat ja ganz, bei mir ganz viel Präsenz irgendwie angeschaltet auf einmal und 2,7 ist auch so ein bisschen gleichförmiger gewesen und 2,8 hatte ich das erste Mal Gefühl, so jetzt treffe ich eine Entscheidung und ich glaube, die ist nicht schlecht. Ja, offensichtlich waren die ganz gut, weil wie gesagt, also ich bin ja der Einzige, der von dem Jahr geschwärmt. Also es ist auf jeden Fall legendärer Wein, keine Frage. Wann warst denn du in Geisenheim fertig? Ach, ich erinnere mich gar nicht mehr. Das war doch vorgestern. 2000, okay. Ja. Aber auch ein Scheißjahr. Ja, absolut. Das war also definitiv der Start auch erstmal. Brutal. Und dann noch Bio-Bewirtschaftung und die Botrytis, die in 2000ern kam. Das war schon auch, das war heftig auf jeden Fall. Und das war auch zum Verzweifeln. Und ich habe doch eine Frage an Philipp. Ja, gut. Dann kam aber 2,1 und das war halt dann, das war der zweite Jahrgang und der war halt perfekt, sag ich mal, von den Bedingungen. Und 2,1 konntest du gar nicht so viel falsch machen. Das war einfach, der Jahrgang hat dir die Qualität gegeben. Und das war dann irgendwie so, nach diesem schwierigen Start, was wo du dann auch so ein bisschen direkt schon wieder drauf aufbauen konntest. Also das war damals auch nicht unwichtig. 2,1, 2,2 waren super coole Jahre. Und dann kam dieses bekloppte 2,3 mit dieser extremen Hitze. Und alles musste neu gedacht und neu definiert werden. Also ganz klar. Was wolltest du denn fragen? Weil ich eben das von der Australienreise hatte, wo ich mit euch Großen unterwegs sein durfte und mich ja wie so ein kleines Hühnchen gefühlt habe. Was habt ihr da von mir gedacht? Also ich muss ehrlich sagen, wir haben, glaube ich, so eine Fahrt im Bootsfahrt irgendwie im Harbor gemacht und da kamst du dann irgendwie dazu. Stimmt. Und du warst eigentlich relativ entspannt, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ich habe damals eigentlich nur gedacht, ach, guck mal, das ist die Theresa Breuer. Also, mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ein paar Kollegen, die aber dann auch älter waren, also eher wirklich Buddies von meinem Papa, so am Anfang ein bisschen gespiegelt bekommen habe von wegen, ja, gucken wir mal, ne, wie lange sie bleibt. Ich fand, du warst kommunikativ und war nett und gab es da nichts anderes irgendwie, was am irritiert hat. Neutraler Start. War das dann eher mit den Kollegen damals schwierig, dass du so, dass dir da sowas entgegen, wenn du das so sagst jetzt gerade, mal gucken, wie lange sie bleibt? Ich habe das in dem Moment nicht geschnallt. Aber das kam irgendwann später. Im Übrigen ist es vielleicht auch so, da musst du aussehen. Ich war ja im Prinzip damals auch noch einer von denen Jungen, ja. Wo da waren diese ganze Hautdegen, die den deutschen Wein gerockt haben, zusammengehockt. Und ich war eigentlich so das neueste Sammlerobjekt von Patrick im Sortiment. Damals habe ich das nicht mitgekriegt. Aber es ist dann schön, wenn man dann so eine erste Einschätzung ja irgendwie auch revidieren kann. Ich glaube, da trinken wir noch mal drauf. Der Philipp hat zwar nichts mehr, aber die Mädels stoßen schon mal an. Und der Philipp schenkt mir noch mal einen Minischluck nach und dann gehen wir gleich schon an den nächsten noch. Theresa, jetzt hast du ja gesagt, ihr baut jetzt gerade neu, gell? Aber wenn ich da, wenn ich jetzt mal einhaken darf, wir waren ja auch in deinem Keller und das war schon auch in dem Keller, in dem ihr im Moment gearbeitet habt und jetzt noch arbeitet. Das ist schon auch klein. Also ihr musstet viel improvisieren dafür, dass ihr mitten in der Stadt wart. Ja, das ist ja so der logische Part dabei, ne? Dass man in der Stadt einfach Nachbarn hat und Grenzen hat und sich dann irgendwie da rein strukturiert. Und wir haben ja auch eine Entwicklung erlebt, dass wir eben einfach in der Rebfläche uns vergrößern konnten. Und dann stößt man irgendwie an Wände, an Grenzen und dann wird man kreativ. Und das ist aber auch was sich durch die Mitarbeiter, die sich dann eigene Ideen überlegen, um Dinge dann gangbar zu machen, da wächst man ja. Und Dinge entwickeln sich. Und das ist ja auch total, total spannend. Ich habe jetzt eher das Problem, dass wir gerade bei unserem Neubau
unheimlich schwer Entscheidungen treffen können. Also meine Mitarbeiter sind total überfordert mit dieser Planungsfreiheit. Wenn ich sie frage, wo eine Steckdose gerne gewünscht wäre, dann ist es doch egal, wir kriegen es schon hin. Okay, jetzt haben wir mal eine Chance, es vielleicht ein bisschen cleverer aufzustellen, aber die sind so darauf gepolt, ihre Lösungen zu finden, dass es unheimlich schwer fällt, jetzt gerade irgendwie mal mit Struktur an die Sache zu gehen. Insofern lebt es davon, dass man sich da reinfindet und da rein wächst und viele Dinge, die auch den Geschmack unserer Weine beeinflussen, entstehen durch dann einen gewissen Pragmatismus und eine gewisse Limitation. Also ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht großartig Maische-Standzeiten machen, weil ich auch keinen Platz dafür habe. Und irgendwie ist das dann eben zu unserem Ding geworden, dass die Weine einfach eine ganz pure, eine ganz karge Verarbeitung auch bekommen. Und das ist aber einfach so. Ich brauche mir jetzt auch nicht zu überlegen, wie der Wein schmecken würde, wenn ich ihn 7 Stunden auf die Maische legen würde. Ich kann es einfach nicht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man sich so diesen Rahmen schafft, dass man alles perfekt machen kann. Wie langweilig. Das ist stinklangweilig. Ja? Also ich finde auch, dass die wollen die Steckdose nicht am rechten Fleck. Die haben Angst, dass sie dann nicht performen. Es muss so ein bisschen Challenge auch Kreativität einfach bei der Arbeit dabei sein. Und da freut man sich auch umso mehr, wenn man dann irgendwas entwickelt hat, was funktioniert, auch wenn es ein bisschen abstrakt ist. Das ist ein schönes Wort, abstrakt. Das ist gut. Aber jetzt bei euch wird es schon auch, also die Challenge kommt noch. Weil ihr müsst ja quasi, wenn ihr fertig seid, erstmal alles abfüllen, dann müssen zack, zack die Fässer darüber und weil dann schon der neue Jahrgang kommt oder so. Das ja, ist mal ja gucken, schon, ob es klappt, keine Ahnung. Das ist aber das Schöne bei 2 Standorten, man hat dann im Zweifelsfall immer noch einen Plan B. Also okay. das erlaubt ja auch eine Gelassenheit bei einer Baustelle. Wenn ich jetzt mir an einem Standort das alles vorstellen würde, dann würde ich ja durchdrehen. Keine Chance. Da bin ich halt wirklich ganz anders gestrickt. Also wenn ich anfange zu bauen, dann habe ich ganz klar im Kopf, wann das fertig sein muss. Und dann... Mein Architekt dreht auch durch mit mir. Das ist ganz schlimm, weil ich immer so nett bin. Ich glaube, meine mögen mich alle irgendwann nicht mehr, weil ich halt einfach halt vielleicht permanent irgendwie Abdruck machen bin und was weiß ich. Einfach, weil ich vorankommen will. Es regt mich dann auf. Also ich habe jetzt gerade momentan bei uns zu Hause gestrichen. Und dann habe ich gesagt, okay, die werden mit dem Gebäude fertig. Aber die Terminierung für das Gerüst ist erst in einer Woche. Und so, können wir nicht da? Und dann, ja, das Wetter. Und dann habe ich den Wetterbericht runtergeladen, haben beide gesagt, hier, Wetter ist top, weitermachen. Ob es was gebracht hat, das kann ich heute nicht sagen. Was macht ihr jetzt gerade? Weil du musstest auch deinen Keller ausräumen irgendwie. Ich sag mal so, wir hatten einen Fundamentschaden gehabt. Ah, okay. Und das hatte zugeführt, dass ich dann plötzlich jede Menge Flaschen aus dem Keller räumen wollte, die eigentlich da gut gelegen haben. Aber sowas ist ja immer wieder eine Chance. Ich hab dann auch entdeckt, dass jenseits der Weingutsweine, die gut gelagert sind, in meinem Privatsortiment gewisse Lücken sind und habe direkt angefangen, wieder ein bisschen Wein zu bestellen. Okay. Du willst sie jetzt schnell wieder da runterräumen, deswegen machst du den Handwerkern ordentlich Druck. Liegt schon alles wieder. Ich engagiere dich mal als Bauleitung beim nächsten Projekt. Holla. Ein Journalist hat über dich gesagt, deine Weine wären Sushi-Messer-scharf. Was bedeutet denn das? Der Philipp hat dir schon mal ein bisschen erklärt, wie er deine Weine findet. Sushi-Messer-scharf. Ja. Naja, okay, blöde Frage. Nächste Frage, oder? Ich habe tatsächlich noch kein Sushi-Messer jetzt bedient. Ich stelle mir etwas sehr, sehr Scharfes vor und ein sehr direkt. Ich glaube, die Präzision. Ja, ist halt genau. Einfach, es ist die Linie. Es ist diese, dass es einfach eine Stringenz hat. Ne? Dass es jetzt nicht viele Ecken und Kurven schlägt, sondern es ist einfach so. Ne? Es ist gerade einmal durch. Fertig. Ja. Und das würde sich jetzt auch in einem neuen Keller nicht verändern? Schauen wir mal, hoffentlich nicht. Nein, auch das ist ja wieder, das ist ein Baustein, aber es ist ja auch ein Keller. Es ist auch ein ganz verwandtes Drumherum. Es würde sich mit Sicherheit mehr verändern, wenn ich jetzt irgendwie in eine Halle gehe, wenn ich jetzt auf einmal überlege, okay, wie temperiere ich, wenn ich probiere, ganz bewusst Einflussnahme zu nehmen. Aber wir ziehen von einem Keller zum nächsten Keller. Das wären Einflüsse, die man merken würde, das glaube ich auch. Ja. Okay. Und insofern bin ich da ganz zuversichtlich. Wir nehmen unsere Fässer, die 100 Meter auf der anderen Seite der Straße in genau gleicher Kellertiefe, in einem genau gleich alten Gewölbe stehen. Natürlich stehen die da schon lange und haben sich etabliert. Die nehmen wir und ziehen um. Das ist mit Sicherheit irgendwie da, aber wenn ich jetzt davor ewig Angst habe, dann komme ich ja auch nicht weiter. Also insofern, irgendwann müssen wir diesen Schritt gehen und vielleicht bringt es auch was Großartiges. In dem Fall ist es wichtiger, dass die Fässer ganz bleiben beim Transport. Ja, absolut. Die Fässer kriegen sogar Musik. Die werden mit Musik. Aber nur aus Versehen. Nicht, weil ich das jetzt will.
Ja, das war wirklich, ne, da hat sich wie so eine Oper erhoben, als wir da unten standen. Ja, das stimmt. Es ist aber so ein bisschen, es ist nichts, also ich brenne jetzt nicht dafür, dass ich glaube, dass das irgendwie meinen Weinen noch gefehlt hat, dass da Musik läuft. Das ist wirklich nur, weil wir jetzt gerade einem Musikprofessor zwei unserer Tanks zur Verfügung gestellt haben, um da so Beschallungs wenn sie Vibrationen übertragen. Genau. Aber das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, bis jetzt hat was gefehlt und aber Beethoven riecht es jetzt. Ne? Den Wein wollen wir dann mal probieren. Den ja, der schmeckt so wie die anderen. Alles andere wäre komisch. Jetzt haben wir ja vorhin schon über diese besonderen Lagen gesprochen und darüber auch, dass die sehr schnell ausverkauft sind. Jetzt war beim VDP wieder so eine unglaubliche Versteigerung, wo Weine so unglaublich viel Geld gekostet haben. Werden dann solche Weine, die so schnell ausverkauft sind, deine Lagenweine sind ja auch so rasant schnell ausverkauft, werden das eigentlich Anlageobjekte? Ist das so? Werden die noch getrunken? Also Wein als Anlageobjekt, das ist ein Thema, das gibt es, keine Frage. Ich würde mal sagen, dass es aber da so ein paar ganz klassische Blue Chips gibt. Da sind wir hauptsächlich im Bordelais unterwegs, zum Teil auch in Kalifornien, diverse Regionen der Welt. Auch in Deutschland gibt es solche Weine. Ich sag mal, Weine vom Weingut Keller aus Börsam-Dalsheim, Egon Müller seine Edelsüßweine. Mhm. Das sind so Weine, die das ganz klassisch vielleicht auch erfüllen, dass sie ernst zu nehmen sind als Anlage. Ich glaube, dass es bei unseren Weinen, und da würde ich jetzt die Breuerschen und die Wittmannschen mit einschließen, da würde ich ein bisschen die Luft rausnehmen in dem Sinne. Ja, wir sehen, da entsteht ein Sekundärmarkt und die Weine werden plötzlich deutlich teurer, als sie mal ursprünglich im Weingut waren. Mhm. Gerade beim Schlossberg, bei der Theresa ist es momentan, glaube ich, in einem richtigen Hype unterwegs. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man das jetzt gar nicht so unbedingt will. Dass man eigentlich die Weine immer in diesem Konsumgedanken auch produziert. Also irgendwann soll er getrunken werden. Irgendwann soll die Flasche aufgemacht werden. Das finde ich schön. Nee, aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube auch, unser beider Fokus ist ja auch Gastronomie. Weine lebendig halten, die richtigen Multiplikatoren finden, den Weinen eine kleine Bühne am Tisch zum richtigen Essen mit den richtigen Menschen zu bieten. Das ist eigentlich ja das, weswegen wir die Weine machen. Und wir steuern ja nicht bewusst in so eine Kultweinrichtung. Es ist total schön und es ist eine großartige Anerkennung. Ja. Alles gut. Aber am Ende vom Tag sitzen wir genau deswegen hier, weil sie auf sind, die Flaschen, und weil wir was Tolles im Glas haben, über das wir reden können. Das ist ja das, was wir wollen. Ja. Und macht es einen nicht auch glücklich, wenn jemand seinen Wein trinkt und irgendwie mal sieht, dass er Spaß hat? Ja, ich meine, das ist doch mega, wenn du feststellst, dass das, was du da selbst gemacht hast, wirklich gut ist. Also natürlich es gibt und auch andere gut finden. Manchmal passiert es aber auch, dass du deinen eigenen Wein trinkst und sagst, boah. Na gut, das wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber umgekehrt ist natürlich diese Momente, wo du selbst feststellst, ach, das ist aber gut. Das ist schon irgendwie, macht schon Sinn. Ist das fast wichtiger, dass man das selber feststellt, als dass man das jetzt bei jemand anderem sieht, der sagt, ach, das schmeckt gut? Ich glaube, man muss das zweigeteilt sehen. Je mehr Erfahrung man hat und je mehr Selbstverständlichkeit in das, was man selbst da macht, drin ist, umso entspannter kann man auch sagen, das ist richtig so und jetzt nicht mal, es ist nicht so wichtig, was links und rechts dazu gequasselt wird. Man hat aber manchmal auch eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Und diese Unsicherheit, die muss man dann auch irgendwann aus der Welt schaffen, damit man wieder seinen Spaß mit dem Wein hat. Ja? Und gerade in dieser Phase, wenn die Weine noch nicht auf der Flasche sind und man so ein bisschen Jungweinproben macht, dann ist es schon auch manchmal hilfreich, wenn man von wertgeschätzten Kollegen eine Expertise zu den Weinen bekommt, eine Meinung kriegt und dann und man selbst auch sich einen Überblick verschafft, wie, was haben denn die anderen dieses Jahr gemacht, wie schmeckt das in dem Kontext, und dann kommt irgendwann immer so der Moment, wo man sagt, oh, alles cool. Also dann macht ihr das, dass ihr so Jungweinproben macht, auch bei befreundeten anderen Spitzenweingütern, dass ihr irgendwie sagt, da probiere ich mal vom Fass und die probieren bei mir, dass man einfach sich so ein bisschen einordnet? Ja, ich glaube, das ist selbstverständlich. Das ist was unheimlich gut ist. Wobei natürlich eins hinzukommt, oft Äpfel mit Birnen dann vergleichen musst, ne? Weil du natürlich, die Stilistiken der Betriebe sind sehr unterschiedlich. Ja. Und dann gibt es halt so den Moment, wo du sagst, naja gut, also das kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich nebeneinander stellen, weil das ist halt irgendwie ein anderes Thema. Insofern geht es jetzt nicht so ganz pauschal. Du kannst jetzt einfach mal ein bisschen mit Kollege Wein probieren, sondern das
wo es schon irgendwie mit Maß und Ziel gemacht war. Mhm. Und ich habe jetzt einige Proben hinter mir mit dem 20er-Jahrgang und habe schon einen ganz guten Überblick und muss sagen, dass 20 erneut grandios. Super ist. Ich habe deshalb auch ein kleines Probefläschchen. Ja, das ist klein, genau. Ich bin total geblättet. Oder machst du das schon immer so professionell mit einem Etikett, wo extra... Ja, also das ist doch schon ein bisschen angeberisch, gell? Ja, und da bestätigt sich mein Gefühl, 2006 Sydney, ich muss noch lernen. Wow. Das ist unfassbar. Also ja, Theresa, also, muss nochmal nach Hause, mein Liebes. Ich bin weit weg. Nein, wir haben in der Tat natürlich... aber es hat auch Weißburgunder. Ist auch jetzt noch eine Fassprobe. Aber ich dachte, wenn ich schon die schicken kleinen Fläschchen habe, dann bringe ich sie nochmal mit, um einfach mal so ein Teaser mitzubringen, wäre echt schwierig geworden. Aber das ist halt 20, das ist ein Weißburgunder, der eben auch vom schweren, tonigen Boden mit Kalkstein kommt und großes Holzfass vom Ausbau her. Ist natürlich blutjung in der Aromatik, aber am Gaumen kommt auch wieder das Grippige und das Frische und Salzige und ist unser Gutsweißburgunder. Also im Prinzip ein kleiner Wein. Aber also den füllst du jetzt auch so, wie er ist. Das ist jetzt nicht ein Fass, sondern das ist fertige. Das ist das fertige Cuvée, das genau so abgefüllt werden wird. Toll. Wie viele Rebsorten hast du? Ah, ich glaube so, weiß gar nicht, um die 8 oder so, aber seriöserweise ist es 75% Riesling. Also wirklich die Hauptrebsorte, 3/4 wieder weniger Produktion. Als wir, ne? Ja. Ja. manchmal ziehe ich auch einen Kürzer. Dann kommen halt die Burgunder, da ist der Weißburgunder faktisch die wichtigste Rebsorte. Also ich finde Weißburgunder ist mega geil auf unseren Standorten, kalkmäßig und die Klimaadaption ist perfekt. Mhm. Ich finde, dass du mit Weißburgunder Terroir, Herkunft wunderschön transportieren kannst. Deshalb mag ich die Rebsorte bei uns total. Ein bisschen Spätburgunder, ein bisschen Chardonnay, ein bisschen Grauburgunder, ein bisschen Silvaner und auch noch als kleine Spielerei eine Scheurebe. Und dann war es das aber auch. Also es ist schon, ein paar Rebsorten, aber für rheinhessische Verhältnisse ist es, glaube ich, ziemlich aufgeräumt. Ja. Es ist tatsächlich so die Frage, dass man so, braucht man das alles? Ist, gerade wenn man über Herkunft spricht, ist denn es notwendig, diesen Rebsortenkanon eben vor sich herzutragen? Da sage ich mal, ist es tatsächlich bei uns in Hessen so, dass die Standortfrage tatsächlich auch unterschiedliche Herausforderungen bringt. Und ich fühle mich brutal wohl mit dem Thema Burgunder und Riesling als meine zwei Hauptstandbeine. Und beim Burgunder ist es nun mal halt so, dass man eben diese Unterschiede Grau, Weiß und Chardonnay halt, das wird auch kommuniziert. Da könnte man öfter auch mal entspannter sein, indem man sagt, das ist ein Cuvée und alles ist gut. Die anderen Sachen, jetzt ein Silvaner, eine Scheurebe, das sind so diese urrheinhessischen Dinge, wo man sagt, ja, also jetzt das einfach so auf die Seite zu schieben, ist auch nicht, ja, auch nicht fair, weil da gibt's Berechtigungen für, das hat so seine, ja, Eigenheiten und dann lebt man das noch so ein bisschen mit, aber es ist natürlich vom Fokus, den wir haben, Nebenkriegsschauplatz, ganz klar. Aber es ist eine Bereicherung und deine Kunden schätzen es wahrscheinlich wahnsinnig. Also wir haben als Weiße zweite Rebsorte Grauburgunder. Ich bin auch absolut kein Grauburgunder-Lover. Aber wenn die Kunden mit der Interpretation unseres Grauburgunders ja auch glücklich sind, und das ist mit Sicherheit kein Mainstream-Grauburgunder, why not? Na? Also er ist ja da und er hat auch seine Wurzeln, auch eine gewisse Historie. Na, das kann nicht alles Schlossberg sein. Dass alle Winzer sich immer für den Grauburgunder entschuldigen. War keine Entschuldigung, es war eben die Eigenart. Nein, weil du sagst, du bist selber... Ja, also ich finde auch Weißburgunder zum Beispiel 1000-mal spannender als Grauburgunder. Wir haben ihn aber einfach nicht in unseren Weinbergen. Also so, wir haben so wenig, da, also wir haben Mini-Part Weißburgunder. Also wir werden, um das Thema Rebsorten dann abzuschließen, werden wir am Schluss heute noch mal eine ganz... Vielleicht habe ich noch eine Frage. Ja, ich wollte sagen. Ich habe gesagt, um das Thema Rebsorten abzuschließen, habe ich am Schluss dann noch mal eine andere Rebsorte heute Abend hier im Programm. Oh, da freue ich mich schon drauf. So, aber jetzt erstmal schnell Fragerunde, pass acht. Theresa, mit welchem Wein verführst du deinen Freund? Und ich bin auch mal gespannt. Ich auch. Also ich habe ihn tatsächlich mit unserem Steillagen-Riesling Tarramontosa verführt. Es wäre in dem Moment aber, glaube ich, egal gewesen, welcher Wein es war. Oh, das ist die beste Antwort, die du hättest geben können. Der war so schnell betrunken. Okay, Philipp, Blindverkostung. Wie schmecke ich einen Riesling raus? Frucht. Diese typischen gelben Aromen. Säure. Mundgefühl. Und viel probieren vorher, damit ich es... Ja, ich glaube, Riesling kann man rausschmecken. Ja. Obwohl Riesling ja doch immer so unterschiedlich schmeckt. Ja, trotzdem. Ja? Geht. Okay. Die Nase verrät ihn meistens schon. Okay, muss schon ein bisschen üben.
Theresa, was ist das Coolste am Winzerinnen sein? Oh, wir müssen gendern. Am Winzerinnen sein. Winzerinnen sein. So sagt man das doch jetzt, genau, oder? Genau, Winzerinnen sein. Die Vielfalt, die Menschen und das große Glück, ein Genussgut, ein Kultur- und Genussgut zu produzieren. Was ist das Nervigste? Menschen. Nein. Ich habe bisher immer nur Wetter gehört. Nein, nervig ist nix. Wir schweben auf einer Luxuswolke. Und man darf auch auf einer Luxuswolke machen. Ja, aber das macht doch keinen Spaß. Was ist denn für dich ein guter Wein? Einer, bei dem die Flasche schnell leer ist. Mhm. Also wirklich, Trinkfluss. Einfach dieses Yippie, das Glas und hoch, schon wieder leer und weiter. Und auch ohne Reue, ja. Also keinen so ein kein Ballon Schäden bekommen hinterher und so. Ja. Okay. Was ist das größte Weingeheimnis, das du gelernt hast? Entspannt bleiben, Zeit walten lassen. Mhm. Das würdest du nur gerne mal von der Theresa wissen. Jetzt der weiß schon. Doch auch schon alles. Wollte gerade sagen. Willst du nochmal drüber nachdenken? Ich frage die Theresa. Ich kann die Frage übernehmen. Gibt es noch 2,8er Schlossberg im Keller? Sehr gut, sehr gut. Gerettet. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Gelassenheit. Also auch ehrliche Gelassenheit, nicht nur die nach außen. Machst du so nach außen und eigentlich innen? Ich bin manchmal besser nach außen, was auch meine Rolle, meine Aufgabe ist. Also ja. Man hat ja irgendwie, ne, man hat ja so ein Team zu führen und dann ist das die Aufgabe. Und dann muss man die aber auch immer innerlich verdauen. Und da kann ich noch ein bisschen lernen. Gab es einen Moment, wo dir klar wurde, ich will wirklich Winzer werden? Ja, da war ich, glaube ich, so 6, 7 Jahre alt. Hast du auf dem Traktor gesessen, oder? Ja, irgendwie war das alles faszinierend. Also ich habe das als Bub, wenn du anfängst zu kapieren, was da eigentlich passiert, mir hat es gefallen von Anfang an. Also es ist wirklich, es klingt so sau doof, aber es ist halt wirklich so, ich wollte das schon immer. Nie in Frage gestellt und nie drüber gerätselt, ob es Alternativen gegeben hätte. Ich wollte das, was ich heute mache, schon immer machen. Das ist doch toll, eigentlich auch. Ja. Lebst deinen Traum. Ja, ist so. Andere wollen Feuerwehrmann werden und werden es nie und du? Also wie gesagt, beim Fußball hat es halt nicht so geklappt. Aber hätte ich zwischendrin noch mitgenommen, aber gut. So 3 Jahre, so Überflieger. Lassen wir das Thema. Okay, was sind die 3 Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein, ohne die eine Winzerin nie sein kann? Wein, Champagner und dann vielleicht doch irgendwie auch noch Wetter. Gibt es Arbeiten, die du nicht so magst beim Weinmachen? Ja, natürlich, klar, es gibt jede Menge eklige Arbeit. Also ich muss ehrlich sagen, was wirklich furchtbar anstrengend ist, ist das sogenannte Ausbrechen. Das heißt, Triebe, die am Stock wachsen und nicht dahin gehören, die werden dann im Frühjahr eben entfernt. Und das ist so eine Arbeit, wo man die ganze Zeit gebückt läuft. Aber findest du das nicht total befriedigend? Boah, ich finde, das ist Horror. Also aber ich bin halt auch kleiner, ne? Ausbrechen ist wirklich, das ist sowas, boah, das ist so kein Spaß. Ja. Okay. Also es gibt diese vereinzelten Arbeiten, wo ich sage, boah. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht der große Traktorist. Also mir geht es auch so, wenn ich jetzt dann auf diesen hochtechnisierten Traktoren sitze und da unterwegs bin, dann ist es für mich auch so, dass ich froh bin, wenn ich das hinter mir habe. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Job. Das ist nicht so dein Ding. Was machst du dann besonders gerne? Was ist so... Ja, also es ist zum einen dieses ganze Strategische, dieses Planerische, die Idee, wie was sich entwickelt. Und ich liebe die Erntezeit, draußen im Wingert sein, Trauben probieren bis zum Umfallen, permanent unter Strom stehen, zu entscheiden, was geerntet wird, wie geerntet wird, was zu tun ist im nächsten Schritt. Dieses ganze Organisatorische drumherum, dass irgendwo jedes Rädchen ins nächste greift. Das ist eigentlich das ist die geilste Zeit im Jahr. Und das, also ich habe früher immer gesagt, ich brauche einen zweiten Herbst. Und habe tatsächlich halt auch so über so ein Thema irgendwie Down Under oder so noch einen Herbst irgendwo mitzumachen, Beratung, irgend sowas. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin froh, dass ich das nicht angefangen habe, weil ich glaube, heute wollte ich es in dem Sinne so nicht mehr. Aber es ist trotzdem so, dass wenn ich merke, der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, da gibt es ja auch so ein bisschen die Wehmut, dass das jetzt so vorbei ist und so. Und eigentlich für uns Winzer auch eine schöne Phase. Die Weinberge sind fertig und es könnte theoretisch eine kleine Pause entstehen. Mhm. Mir geht es dann so, dass ich anfange... Spannungsaufbau. Ich habe dann Bock da drauf. Ja. Also das ist... Ernte mag ich total. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Uff. Mit meinem Papa. Macht Sinn. Ja, das macht echt Sinn. Macht Sinn, ja. Das macht echt Sinn, ja.
Das ist eigentlich, das ist eine schöne Idee. Ja, ja, das wäre tatsächlich sehr schön. Oh, ihr könntet euch so toll austauschen, ja, über so viel. Das wäre ganz spannend. Das, ja, das ja, wäre einfach super spannend. Vor allem wäre das spannend, was er zu deinen Jahrgängen sagt. Ja, geil. Also, was machst du denn da? Das glaube ich nicht. Ja, bestimmt saustolz. Aber diese Frauen in der Führung von landwirtschaftlichen Betrieben, das gibt es ja jetzt immer mehr, aber eigentlich noch nicht so lange. Ja, sagt man, ja. Und ist das für dich überhaupt ein Thema? Bist du da, ich meine, du bist da ja jetzt, das hat sich ja bei euch so ergeben. Ja. Aber ist das so, dass du da drauf angesprochen wirst? Ist das, weil ich sehe immer diese Talkrunden, wo es immer nur darum geht und so. Also habe ich gedacht, das ist schon ein Thema, müssen wir mal drüber sprechen. Ja, es ist ein schickes Thema gerade irgendwie. Ne? Mhm. Es ist tatsächlich für mich überhaupt kein Thema, weil ich durch meine Eltern mit einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit mit dem Thema aufgewachsen bin. Mein Vater hatte natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig Auswahl. Ich habe eine Schwester, also wäre jetzt auch nichts anderes gegangen als eine Frau in der Nachfolge. Trotzdem haben meine Eltern, mein Papa das nie in Frage gestellt, dass ich deswegen das nicht machen kann. Also da, und ich glaube, wenn man so aufwächst, dass man alles machen kann, solange man das Herz dafür hat und das machen will, ist das also kein Ding. Ohne dass ich das jemand absprechen möchte, weil sicherlich gibt es diese Vorurteilswelt und so weiter irgendwie. Aber für mich selbst ist es auch so, dass ich es als was völlig Selbstverständliches und Normales empfinde und da nicht wirklich einen Unterschied sehe. Ja. Und ich weiß, dass man mir das jetzt wieder vorwerfen könnte nach dem Motto, dass ich nicht sehe, wie schwer es Frauen manchmal mit diesen Vorurteilen haben. Nee, Gegenteil. Aber es ist eigentlich das Normalste auf der Welt. Und je normaler man damit umgeht, desto mehr tun wir dafür, dass es auch zukünftig normal ist und bleibt. Ja. Absolut. Ja. Deine Frau führt ja auch ein eigenes Weingut. Also ist doch nett, dass du das darfst. Das ist sehr großzügig von dir. Das zeigt ja schon, dass du da eine gewisse Offenheit hast. Ich habe da nichts zu melden. Du hast ja auch bei einem Film mitgemacht, ja, der heißt, warte, das muss ich nochmal, Wein weiblich heißt der. Ne? Mhm. Da geht es ja sehr viel darum, wie die Winzerinnen sich so fühlen, wenn sie im Weinberg stehen. Ich habe mir den Film angeschaut, also toller Film. Aber da habe ich irgendwie mich so gefragt, Philipp, wirst du das auch gefragt? Wie du dich so fühlst? Wie du dich so fühlst. Interessiert sich kein Mensch für. Das wäre aber mal zwingend notwendig. Das ist auch eine Benachteiligung der Männer. Ja, absolut. Können wir nochmal drüber sprechen? Können wir vielleicht im nächsten Podcast nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also wunderbar, das wird Spaß. Gerne. Und wenn du jetzt einen Schluck drin hättest, würde ich sehr gerne mit dir anstoßen. Ja, wie immer ist klar. Als der Philipp dich eingeladen hat und dich hier vorgestellt hat, fand ich auch so entzückend. Da hat er gesagt, die Theresa, die macht das richtig super. Die hat das Weingut in eine neue Ära nochmal geführt und die setzt auch gar nicht auf dieses Frauenticket. Und das fand ich geil. Und das ist auch so bei dir. Das finde ich, du machst das einfach und du machst es halt so gut. Ja, und ich glaube, das ist das, was irgendwie jeden Wein ja auch ausmacht, dass da irgendwie ein Charakter dahinter steckt. Und das ist geschlechtsneutral. Das kann jeder tun. Und die Weinwelt ist eigentlich super offen und super, es ist eigentlich alles möglich. Und ich finde es manchmal so ein bisschen anstrengend, dass dann irgendwie Positionierungen wegen was auch immer kreiert werden müssen und Themen kreiert werden müssen. Darum geht es uns doch gar nicht. Es geht uns doch irgendwie um. Und es gibt mittlerweile auch viel Frauen in der Weinwelt. Ja. Also ich glaube, das voll. Ist so. Ja. Genau. Ja. Also ja. Alles gut. Ich glaube, wir haben da okaye Chancen. Ich habe da keine Fragen. Ich trinke jetzt mal mein Glas aus, dann kannst du nämlich was aus der neuen Flasche eintrinken. Wie wäre das? Das mache ich doch glatt. Was Duftiges. Ja, ich habe ja gesagt, wir sind heute im Rebsortenkanon unterwegs. Ein Muscateller aus der Pfalz. Wow. Und zwar vom Weingut Rebholz. Nein, Ökumenienrat Rebholz heißen die eigentlich, gell? Ökonomierat. Oh, Entschuldigung. Habt ihr eigentlich auch irgendeinen tollen Titel? Nee, ne? Ihr habt sowas auch nicht. Ja, also ich glaube, ich kriege ihn auch nicht, aber. Nein, aber das ist halt wirklich, also Rebholz ist eine Nummer für sich. Ganz liebe Freunde aus der Südpfalz, zu Hause in Siebeldingen, mit krachberühmten Weinbergen in Siebeldingen und in Birkweiler. Der Kastanienbusch in Birkweiler ist eine der bekanntesten Rieslinglagen Deutschlands mittlerweile. Krachberühmt, ist auch schön. Und ja, das ist wie fruchtgetrieben. Ne? Und im Familienweingut, der Hansjörg,
ist heute der Senior schon. Er hat bei seine zwei Jungs, Zwillinge, Hans und Valentin, mittlerweile in den Betrieb eingestiegen sind. Der Hans hat bei mir gelernt. 2012 war er bei mir in der Lehre. Das war saulustig, war ein richtig gutes Jahr. Der Valentin hat auch, sie haben beide ganz viele Stationen jetzt in den letzten Jahren eben hinter sich gebracht, haben ganz viel sich umgeschaut in der Welt und Dinge eingesammelt, haben aber auch dieses brutale, typische Rebholzsche Selbstbewusstsein, dass das, was sie machen, auch richtig und gut ist. Also das hat alles Struktur. Es gibt so ein bisschen ja auch so eine fast eigene Rebholzsche Gesetzgebung, was so gewisse Dogmen sind in der Weinwelt. Und das bezieht sich sehr stark eben auf einen sehr natürlichen Anbau und Ausbau. Es ist ein ganz, ganz besonderes Weingut, was auch sich erlaubt, ähnlich wie Breuers, eigenwillig zu sein. Eigenwillig ist immer gut. Und auch, ja, und das im besten Sinne. Und insofern dachte ich, ich bringe jetzt den Muscatella mit. Das ist zwar ein Nischenwein vom Weingut, aber es steht ganz typisch für die Rebholzsche Idee, nämlich dieses extrem puristische, glockenklare, brillante, schlanke und feine. Das ist jetzt 2019, natürlich noch blutjung. Ich habe vor kurzem den 20er schon als Fassprobe probiert. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Was ihr alles so probiert schon als Fassprobe. Geil. Theresa, und was sagst du zu dem Wein? Total cool, weil ich extrem wenig Muscatella trinke, um mich hab. Das ist irgendwie wirklich immer, hat für mich so einen wahnsinnig exotischen Charakter als Rebsorte. Und sie ist es einfach auch. Und trotzdem merkt man immer, wenn man sowas probiert, ist einfach eigentlich nur lecker. Und sowas zum sich so reintrinken. Und es ist eigentlich blöd, dass man dem nicht mehr Platz einräumt. Das ist echt. Klar wie Gletscherwasser. Ja, und dann total. Und dann diese Aromatik rein. Und wie gesagt, also die Jungs kommen, haben es im Valentin. Ich freue mich drauf. Und, bist du der Senior am Tisch? Also bist du jetzt auch wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch die Senioren. Ich freue mich jedenfalls drauf. Aber vorab mal vielen lieben Dank, Theresa, dass du bei uns warst. Hast du noch irgendeine Frage an Philipp? Nee, jetzt bin ich. Komm, jetzt raus damit. Nee, okay. Dafür, dass ich schon deine Fragen beantworten muss. Also vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.